heißes Spiel auf dem Feld sehen, hoffentlich kein hitziges Spiel, weil da ist natürlich immer mehr Emotionen im Spiel. Aber ich denke, das können sie so gut wie es geht in Schach halten. Und da werden wir auf jeden Fall sehr viel Spannung und sehr viel Kampf auf dem Feld sehen. Kurz zu den beiden Teams, die Munich Cowboys sind momentan auf Platz 3 mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Und die Rangers sind auf Platz 4 mit zwei Niederlagen. Somit schauen wir mal, wer heute vielleicht den ersten Sieg in der Saison heute einfangen kann. Und in wenigen Minuten wird es dann gleich losgehen. Thank you.
So, und die Gäste stehen bereit. Hier sind die Munich Cowboys. Ja, wie es vorher schon erklärt, die Cowboys eben momentan auf Platz 3 der Liga. Mit eben einem Punkten als zweiten Niederlagen bisher diese Saison. Jetzt kommt in wenigen Sekunden die Rangers aus der Kabine. So, jetzt ist es Zeit für das Heimteam, für die München Rangers. Die Raiders sind momentan auf Platz 4 in der Liga mit bisher einem Sieg und zwei Niederlagen. Mal schauen, was sich, oder welches Team heute das ändern kann und vielleicht den ersten Sieg in der Saison einfahren kann. Ich werde versuchen, ihm so viel wie möglich das Football näher zu bringen und ihn zu erklären. Und hoffe, dass sie viel Spaß haben heute bei diesem Spiel. Jedenfalls sieht es jetzt dann weiter mit dem sogenannten Coin Toss, mit dem Linkswurf. Das ist dann Schiedsrichter gegen mit den Team Captains der jeweiligen Teams zumittelt. Und sich dann die Captains der beiden Teams kurz begrüßen. Jetzt stellen Sie kurz den Schiedsrichter vor, mit dem Namen, in der wo steht. Genau, jetzt zeigt Ihnen der Hauptschiedsrichter, das ist der mit der weißen Mütze, eben die Münze. Und dann das ganze Team, was Sie heute in den Tau wissen, dürfen dann eben entscheiden. So, die Cowboys haben die Münzwahl gewonnen und werden als erstes den Ball besiegen. Das heißt in dem Fall, die Raiders werden als erstes den Ball mit dem Kickoff ins Spiel bringen und sozusagen den Ball an die Cowboys abgeben. Gekickt wird immer von der 35-Yard-Line. Und man versucht eben den Ball so weit wie möglich nach hinten zu schießen. Und das receivende Team dann versucht, den Ball so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Es gibt hier eine Besonderheit, dass nach 10 Yards der Ball frei ist. Das heißt, auch das kickende Team kann den Ball sozusagen wieder aufnehmen und in Ballbesitz kommen. Das würde sich Onside-Kick nennen. Das sieht man meistens eher am Schluss des Spiels, wenn man den Ball unbedingt nochmal braucht, weil man nochmal punkten muss.
Manchmal wird es aber auch zwischendrin als Überraschung eingebaut. Und beim Kickoff ist eben noch wichtig, man darf eben nichts in den Seiten ausschießen. Man darf ihn sozusagen über das Feld hinwegschießen, über die Endzone hinweg. So, es wurde angegriffen, dementsprechend darf jetzt das kickende Team sich über das Feld ausbreiten. Und die Nummer 89, Daniela Grote, bringt den Ball ins Spiel. Der Ball bounced nach hinten und wird aufgenommen von den Cowboys und versuchen jetzt so weit wie möglich zurückzukommen. Ein schöner Tackle dann von der Nummer 91, Maria Schubert. Und dort, wo jetzt der Ballträger gestoppt worden ist, kommt jetzt die Offense. Denn die Cowboys aufs Feld mit dem ersten Versuch und 10. Sie sehen auf der gegenüberliegenden Feldseite die Kette. Und man hat eben 4 Versuche, um diese 10 Yards zu überbrücken. Und wenn man das schafft, hat man eben wieder 4 weitere Versuche für die nächsten 10 Yards und so weiter. Und so marschiert man eben über das Feld. So, die Cowboys stehen in einer sogenannten Double Twins Formation auf dem Feld mit 2 Receivern jeweils auf beiden Seiten. Wir sehen eine Motion. So, Chips, der Quarterback hat den Ball, ist unter Druck, muss sehr schnell werfen. Der Ball fliegt nach vorne, aber da steht keiner, sowohl kein Offender wie Defender. Somit haben wir den Incomplete Pass und es folgt jetzt als nächstes der 2. Versuch und es sind weiterhin 10 Yards zu gehen. Wie Sie gesehen haben, man kann eben entweder den Ball werfen, was wir gerade hatten, oder man kann eben mit dem Ball laufen. Das sind eben die 2 Möglichkeiten, womit man eben über das Feld streiten kann. Die Cowboys wieder in einer Double Twins Formation mit jeweils 2 Receiver auf beiden Seiten. Wieder die Motion. So, Quarterback hatte mal nicht mehr, gibt an den Running Back, der wird aber sehr schnell gestoppt hier von der Defense Line. Sehr schön gemacht. Sehr schnell kam der Druck durch von der Nummer 73, Claudia Bachmeier, die hier den Tackle vor Loss macht. Und es folgt jetzt der 3. Versuch. Und das sind noch ungefähr 13 Yards für die Cowboys zum neuen First Down. Die Cowboys stellen sich wieder in einer Double Twins auf. Und diesmal ist der Quarterback an der Center. So, Quarterback hat den Ball. Schaut wieder auf den Receiver. Wirft sehr schnell und der Receiver hat den Ball auch in der Hand, aber kann ihn leider nicht fangen. Und somit fällt der Ball zu Boden. Incomplete Pass und es folgt jetzt der 4. Versuch. Und es sind weiterhin noch 13 Yards zu gehen. Beim 4. Versuch hat man jetzt die Möglichkeit, wenn man denkt, man schafft den ersten Versuch nicht, weil dann würde nämlich genau an der Stelle das andere Team den Ball bekommen, dass man eine Art Befreiungsschlag macht, das nennt sich Punt. Also man schießt jetzt, die Cowboys schießen jetzt so weit wie möglich den Ball nach hinten und versuchen in dem Range seine schlechte Arbeit, aber der Ball wird geklappt, super gemacht, der Ball wird aufgenommen und die Ravens sind in sehr guter Situation. Ich glaube, es war wieder die Nummer 91, Maria Schubert, die ihren Arm hochbekommen hat und den Ball hier geblockt hat. Und die Nummer 89, Daniela Grote, hat den Ball aufgenommen und ist dann noch so weit wie möglich nach vorne gegangen. Und jetzt geht es eben weiter mit der Offense der Rangers, jetzt nun schon an der ungefähr 15-Yard-Linie. Und die Cowboys, die Rangers jetzt in einer sehr guten Ausgangssituation. Und schon sehr nahe an der Endzone. Auch die Rangers kommen mit einer Double Twins Formation aufs Feld. Die Cowboys stehen in der Mitte sehr dicht. So, der Quarterback sneakt als erstes durch die Mitte. Und vielleicht 2-3 Yards gut. Mal schauen, wo der Ball genau gespottet wird. Nach diesem Laufspielzug. Ja, der Lauf etwa für 3 Yards, somit jetzt der 2. Versuch, um noch 7 Yards zu gehen. Die Rangers weiterhin in der Double Transformation. So, der Quarterback hat den Ball. Schaut auf die rechte Seite, wirft sehr schnell und der Receiver kommt zum Ball. Und es könnte sogar für ein neues First Down gereicht haben. Schöner Catch auf jeden Fall von der Nummer 84, Johanna Vitoff. Und es hat gereicht für einen neuen ersten Versuch für die Offense der Rangers, somit erster Versuch und Goal.
weil es ihm weniger wie 10 Yards sind, zu überbrücken. Deswegen hat die Offense jetzt keine Möglichkeit mehr, einen neuen ersten Versuch zu spielen. Erster Versuch und Goal von der ungefähr 3-4 Yard Line. Die Rangers sind in der Double Team Formation. Die Cowboys zeigen den Blitz an durch die Mitte, der Handoff durch die Mitte, aber sehr schnell der Kontakt hier von der Defense. Und der Running Back wird dann gestoppt. Das könnte maximal ein Yard gewesen sein. Ja, ein Yard ungefähr war es. Somit ist jetzt zweiter Versuch im Goal. Es sind noch etwa 2 Yards zu gehen zur Endzone. So kurz natürlich vor der Endzone zeigt die Defense sehr viel Blitz durch die Mitte und sehr viel Druck an. Die Rangers kriegen wieder den Ball laufen, versuchen durch die Mitte zu laufen, aber auch hier kommt sehr schnell der Druck durch von den Cowboys. Die Mitte wurde hier dicht gemacht. Der Tackle hier von den Cowboys fast schon hinter der Line of Scrimmage, aber jetzt dritter Versuch und noch immer sind es ungefähr 2 Yards zu gehen zur Endzone. Die Rangers weiterhin in der Double-Turn-Formation. So, Snap kommt, Quarterback, sie spielen den Reverse, es ist voll da und schafft sie hin jetzt, sie haben sie schon gefunden! Touchdown für die Rangers! Da spielen sie hier den sogenannten Reverse, das heißt, man täuscht den ersten Lauf auf die eine Seite an und man läuft dann über die andere. Mit dem richtigen Equipment geht's in die Endzone. Dieser Touchdown wird Ihnen präsentiert von PT Hockey, der American Sports Profi aus Erding. Erzielen hier die ersten Punkte, die ersten 6 Punkte im Spiel. Nach einem Touchdown hat die Offense nochmal die Möglichkeit, entweder einen zusätzlichen Punkt draufzulegen, indem sie durchs Tor schießt, oder nochmal 2 Punkte draufzulegen, indem sie nochmal versucht, in die Endzone zu kommen. Die Rangers sind in die Endzone gekommen, aber diesmal ist der Pass unvollständig, deswegen bleibt es beim Stand von 6:0 nun für die Rangers. Und das ist mal ein wirklich sehr gelungener Auftakt hier von den Rangers, die erste in der Defense den Punt geblockt haben und dann in der Offense hier gleich die Punkte gemacht haben. Und ja. Ja, sehr schönes Play-Calling hier, die mit dem Reverse dann. Und je näher man zur Endzone kommt, desto mehr ist die Mitte dicht. Und dann haben sie versucht, erst eben den Lauf über die eine Außenseite zu machen und dann mit dem Reverse sind sie dann auf die andere Seite gekommen, da war dann keiner mehr. Somit sehr schön gemacht. Und eben wie immer nachgucken, sehen wir jetzt als nächstes wieder den Kickoff. Das heißt, den Kick von der 35 Yard Line. Der Ball wird wieder durch die Nummer 89 der Lila Grote ins Spiel gebracht. Und der Ball bounce nach hinten. Der flutscht durch. Und der Return hat etwas Probleme, den Ball zu fangen, weil er versucht, so weit wie möglich durch die Mitte zu kommen. Ein schöner Tackle dann. Hier von den Rangers. Sehr schön hier von außen dann zugemacht. Von der Nummer 11, dann Sister Wiedermann. Und die Cowboys Offense kommt nun aufs Feld mit dem ersten Versuch und 10. Von der ungefähr 25 Yard Line. Die Cowboys kommen erneut in einer Double Transformation aufs Feld. Wieder die Motion vom Slot Gate, diesmal mit dem End Around über außen. Out of Contact ist da, der Receiver muss zurückkappen, aber der Flow kommt von der restlichen Defense und der Running Back kann hier zu Boden gebracht wird. Das waren ungefähr 0 bis 1 Yard. Mal schauen, wo sie den Ball genau spotten. Ja, etwa ungefähr ein Yard war dieser Run. Ja, hier hat man versucht, den erst über außen zu laufen. Der äußerste Defender, aber an der Defense Line hat sozusagen das Outside Contact gehalten, das Play wieder nach innen gezwungen. Und hier kam dann der restliche Flow der Defense. Die Cowboys wieder in der Double Transformation. So, Quarterback hat den Ball, schaut auf die linke Seite, schaut auf die rechte, wirft den langen, weiten Ball, der Receiver ist frei und kann hier den Catch machen. Schöner Catch hier. Von der Nummer 96, Gunnar Neumann. Hier den Catch macht,
Ja, hier hat etwas in der Defense nicht ganz gepasst bei den Rangers. Wir haben gesehen, der Receiver war wirklich komplett frei. Da war wirklich keiner, der hier sozusagen den Receiver gedeckt hat. Neuer erster Versuch für die Cowboys. Von der eigenen 45-Yard-Linie. Die Cowboys wieder in der Double-Turn-Formation. Mal Korbeck hat immer schaut auf die Linke, der schaut auf die linke Seite, wirft den schnellen Out, wird gefangen, aber auch sehr schneller Zeiten hier. Wieder mal von der Nummer 91 mal hier. Schubert. Und dieser Catch war ungefähr für 3 bis 4 Yards gut. Somit jetzt der zweite Versuch, in etwa noch 7 Yards zu gehen. Cowboys kommen wieder in der Double-Turn-Formation aufs Feld. So, Korbeck hat den Ball, ist unter Druck, muss sehr schnell rauskommen, wird gesackt! Er wird gesackt, die Defense kommt hier durch. Super gemacht. Wenn ich es richtig bin, dann war es die Nummer 89, der Eder Grote, die hier den Sack gemacht hat. Man hat es vielleicht schon an der Defense-Formation von den Rangers gesehen, dass sie hatten keinen tiefen Mann stehen. Kein Safety und haben eben gleich sehr viel Druck durch die Mitte gebracht und der kam dann auch durch. Somit großer Raumverlust bei den Cowboys und jetzt ist es der dritte Versuch. Und noch ungefähr 15 Yards zu gehen für die Cowboys. Diese stehen wieder in der Double Twins Formation. So, vorher hat den Ball, Job zurück, schaut auf die linke Seite, wirft auf die linke Seite, aber der Ball kann hier nicht gefangen werden. Und somit ist es wieder ein Incomplete Pass und wir kommen wieder zum vierten Versuch. Die Defense hat hier von den Rangers wieder einen super Job gemacht. Und wieder an der Formation von den Cowboys sehen, wenn die Cowboys jetzt wieder den Punt versuchen durchzuführen, den die Rangers letztens vorher geblockt hat. Mal schauen, ob sie es vielleicht wieder schaffen können. So, der Punt ist diesmal durchgekommen und rollt ungefähr an der 26 Jahre ins Aus. Beim Punt darf man eben den Seiten ausschießen und dort gebiet jetzt eben die Offense der Rangers mit dem neuen ersten Versuch und 10. Ja, vorher hatte die Offense nur wenig Raum zu überwinden. Jetzt diesmal müssen sie ein sehr großes Feld überwinden. Mal schauen, die Cowboys, wie wir sehen, zeigen in der Formation ohne Safety. Das heißt, es stehen sehr viele Leute vorne. Das heißt, die werden wahrscheinlich hier sehr schnell Druck bringen. Die Rangers Offense hier in der Double Twin Formation. So, das Net ist da. Korbeck schaut nach links, wirft nach links und der Ball kann gefangen werden. Sehr schwieriger Catch, weil hier der Linkfänger auch nicht die Hand reingebracht hat, aber die Receiverin hält den Ball fest und kann hier den Catch sicher machen. Und somit jetzt der zweite Versuch und es sind noch ungefähr 4 Yards zu gehen bis zum neuen ersten Versuch. Die Rangers wieder in der Double Twins Formation. Korbeck hat den Ball. Diesmal übergibt er den Ball durch die Mitte. Und der Running Back kann etwa 1-2 Yards gut machen, bevor er hier zu Boden gebracht wird. Und diesmal kommt hier die D-Line etwas Druck machen. Der Running Back hatte hier nicht so viel Platz. Nummer 29, Mike Lauer. Und somit folgt jetzt der dritte Versuch und noch ungefähr 2 Yards zu gehen. Die Offense Rangers weiterhin in der Double Transformation. Die Cowboys zeigen den Witz durch die Mitte an. Korbeck hat den Ball, schaut auf die rechte Seite, muss sehr schnell werfen, aber etwas hoch. Zu hoch geworfen. Ja, man hat es an der Defense-Formation von den Cowboys gesehen. Wieder ohne Safety haben sie gespielt und eben der Blitz kam diesmal von den Linebackern. Und diesmal der Korbeck hatte eben wenig Zeit, musste sehr schnell werfen und ein bisschen zu ungenau, ein bisschen zu hoch. Somit folgt jetzt nur der vierte Versuch, um noch 2 Yards zu gehen. Wie wir an der Formation von den Rangers sehen, werden sie nun den Punt durchführen. Noch kurz ungewiss.
beziehungsweise kurz muss der Helm zugemacht werden von der einen Spielerin. So, das Net kommt, ist gefangen und der Punt fliegt nach vorne. Etwas kürzer und höher, fliegt über die rechte Seite. Die Returner nimmt den Ball auf, kann aber sofort getackelt werden. Und somit. Und wenn ich die Schiedsrichter sehe, haben die Rangers sogar geschafft, den Ball zu erobern. Ich warte gerade, bis der Hauptschiedsrichter eine Entscheidung bringt. Oder uns zeigt, aber die Seitenschiedsrichter. Und hier zeigt es, die Rangers haben es geschafft, den Ball zu erobern. Man hat es gesehen. Der Returner von den Cowboys wollte den Ball noch aufnehmen, aber beim Aufnehmen wurde er gleich gehittet und hat dann den Ball eben verloren. Und somit konnten die Rangers hier den Ball gewinnen. Super gemacht hier vom Special Team. Und somit ist jetzt die Offense wieder im Ballbesitz mit dem ersten Versuchung 10. Und jetzt wieder in der gegnerischen Hälfte schon. Die Rangers wieder mit einer Double Twin Formation auf dem Feld. Quarterback hat den Ball und er begibt wieder an den Running Back durch die Mitte, aber die Defense ist hier sehr schnell durch. Und der Runningback kann kaum Yards machen. Hier war schon der Kontakt fast hinter der Line of Scrimmage da. Vielleicht der Run für maximal ein Yard. Wenn nicht sogar für 0 Yards gut. Und somit folgt der zweite Versuch nun, um weiterhin 10 Yards zu gehen. Die Cowboys zeigen wieder sehr viel Druck an. Sie spielen ohne Safety. So, Korbeck hat den Ball, muss wieder schnell werden, wirft den weiten Pass nach rechts und der Ball etwas zu weit. Der Receiver hier kommt, hatte keine Möglichkeit, den Ball hier zu fangen. Aber irgendwie, wie man in meiner Formation sieht, die Cowboys bringen ihm sehr viel Druck. Das heißt, der Korbeck muss immer den Ball sehr schnell loswerden. Und es folgt jetzt nun der dritte Versuch. Und weiterhin sind es 10 Yards zu gehen hier für die Offense der Rangers, die wieder in einer Double Twins auf dem Feld stehen. Jetzt die Cowboys mit zwei Safeties tief. Der Quarterback hat den Ball. Schaut auf die linke Seite, wirft einen weiten Pass. Aber auch hier zu ungenau. Ja, diesmal hat die Cowboys zwei Safeties tief. Das wäre sehr schwierig geworden, diesen Ball zu fangen, weil hier waren zwei Verteidiger zur Stelle. Und jetzt folgt der vierte Versuch, um weiter in 10 Yards zu gehen. Und die Rangers entscheiden sich, diesen Versuch auszuspielen. Sie müssen jetzt eben 10 Yards überbrücken, weil sonst bekommen eben dort die Cowboys den Ball. So, der Korak hat den Ball. Sie spielen wieder den Reverse über die linke Seite und werfen sogar daraus noch, aber der Wurf zu ungenau. So, wieder mit dem Trickspielzug und diesmal sogar noch eine Stufe weiter, dass der Reverse Spieler dann noch wirft, aber das hat ihm nicht gepasst. Somit haben wir den Turnover und Downs und somit kommt die Offense der Cowboys nun aufs Feld mit dem ersten Versuch um 10. Sie bekommen ihn dort den Ball, wo die Rangers den vierten Versuch mit dem vierten Versuch eben gescheitert sind. Jetzt eben an der 40-Yard-Line. Cowboys wieder in der Double Twin Formation, unverändert in der Offense. So, Quarterback hat den Ball, schaut auf die linke Seite, wirft auf die linke Seite und der Ball kann nicht gefangen werden. Der Receiver hier kriegt eine Hand dran, die Nummer 17, Katja Dürbeck, aber kann den Ball nicht mit reinbringen. Somit Incomplete Pass und das folgt der zweite Versuch und weiterhin sind 10 Yards zu gehen hier für die Cowboys, die erneut wieder in der Double Twin Formation auf dem Feld ist, diesmal mit Motion und dann ist mal der Lauf über den Running Back, der sehr schnell unterwegs ist, es ist viel Platz da über links und kann das Safety noch das Play machen und zum Glück kann die Nummer 11, das ist der Ehemann hier, den Tackle noch machen. Aber sehr gut geblockt hier von den Cowboys. Eine große Lücke war hier dann auf der linken Seite, wo der Running Back durchkam und sehr viele Yards hier für die Offense gut machen konnte. Somit neuer erster Versuch und 10 für die Cowboys von der ungefähr 27-Yard-Line.
Die Cowboys wieder mit der Double Twin Formation auf dem Feld. So, der Quarterback hat den Ball, versucht wieder zu werfen, wirft auf die linke Seite und der Ball ist wieder, wird nicht gefangen, wieder der Receiver hat hier die Hand dran, aber kann den Ball nicht sichern. Und zwar wieder die Nummer 17, Kacke direkt. Und somit unvollständiger Pass. Und es folgt jetzt der zweite Versuch. Und es sind weiterhin 10 Yards zu gehen hier für die Offense. Die wiederum mit in der Double Transformation hier auf dem Feld steht. Die Motion wieder vom Slot Receiver und diesmal der Run wieder durch die Mitte. Hier ist wieder viel Platz. Und der Running Back macht etwa 9 Yards gut und hier kommt noch eine sehr späte Flagge. Das heißt, hier ist noch zusätzlich ein Foul passiert. Ja, hier wieder schön geblockt von der O-Line. Die Mitte war echt sehr weit offen. Und der Running Back konnte somit viele Yards gut machen hier durch die Mitte. Jetzt mal schauen, was hier das Foul war, was hier gesehen worden ist. Liegt mit der gelben Flagge, das heißt, das V wird zurückgenommen, beziehungsweise es ist doch nichts Regelwidriges hier passiert. So, jetzt wird der Ball noch gespottet und geschaut, ob es für einen neuen ersten Versuch gereicht hat oder ob man vielleicht nachmessen muss. Mal schauen, welche Zeit es war. Es hat gereicht für einen neuen ersten Versuch für die Cowboys. Und somit neuer erster Versuch um 10. Und jetzt sind die Cowboys an der ungefähr 17 Yard Line der Rangers. Die Cowboys wieder in der Double Twin Formation. So, Cornerback hat den Ball schon gerettet und wird sehr schnell auf den Swing vom Running Back. Er hat ein bisschen Platz da, versucht einen Move zu machen, aber wird dann von hinten eingeholt. Schöner Pursuit von der Nummer 89, Daniela Grote, die in den Plank dahergelaufen ist und den Tackle dann macht. Das Play hat ungefähr 2 Yards gebracht für die Cowboys. Und somit folgt jetzt der zweite Versuch. Und es sind noch 8 Yards zu gehen für einen neuen ersten Versuch. So, die Cowboys wieder in der Double Twin Formation. Quarterback hat den Ball, will wieder werfen. Schaut auf die rechte Seite, aber zu hoch. Ich glaube, hier wollte der Quarterback auf den inneren Receiver werfen, der hier einen sogenannten Slam gelaufen ist. Das heißt, ungefähr einen Schritt nach vorne und dann 45 Grad nach innen. Aber zu genau, wir sind Cooking Pass. Und es folgt nun der dritte Versuch und es sind weiterhin 8 Yards zu gehen für die Offense. Diese bleibt weiterhin unverändert in der Double Twin Formation. So, die Rangers ohne Safety, die zeigen wieder hier den Blitz. Die Cowboys mit der Motion vom Slot, der Quarterback hat den Ball, wirft auf die linke Seite und der Ball wird gefangen, glaube ich. Ja, wir sehen es, gezeigt ist der Ball, wird gefangen. Schöner Sliding Tackle hier vom Receiver. Mitte Nummer 4, Julia Meyer. Und die Cowboys haben einen neuen ersten Versuch. Und den ersten Versuch auf Goal, weil es wieder weniger wie 10 Yards sind. Somit kann die Offense wieder keinen neuen ersten Versuch regulär bekommen. Die Cowboys ist jetzt sehr nah an der Endzone, schon an der 2 Yard Line. Kann er die Defense, die Offense noch stoppen? Oder können die Cowboys hier die ersten Punkte machen? Die Offense wieder in der Double-Turn-Formation mit der Motion vom Slot. Ist wieder der Run hier durch die Mitte, aber Maria Schubert ist sehr schnell durch und macht hier den Tackle vor Loss. Sie ist hier über außen durchgekommen und konnte hier den Kontakt zum Running Back machen, der sehr schnell dann kappen musste. Und dann kam noch mehr Defender hinzu und somit etwa ein 5 Yard Loss. Somit folgt der zweite Versuch und Goal, aber nun sind wir an der 7 Yard Line. Die Cowboys Offense weiterhin unverändert. Die Rangers zeigen wieder Druck an, sie spielen ohne Safety hinten. So, Korbeck hat den Ball, muss den Ball losgehen, wirft auf die rechte Seite und der Ball ist hier zu ungenau. Ja, die Receiver hier auf der rechten Seite
haben sogenannten Twist gelaufen und sogenannte Scissors, dass die beide sozusagen kreuzen, der äußere Spieler läuft nach innen, der innere nach außen. Und man versucht eben, dass hier die Verteidiger dann vielleicht eben aufgehalten werden, dass hier sich eine Route aufmacht, aber der Pass geht so genau. Somit dritter Versuch nun weiterhin, dritter und Goal von der 7-Yard-Line. Die Cowboys weiterhin in der Double Twins, die Rangers wieder ohne Safety, zeigen Druck an. Der Quarterback hat bewegt den Ball, der Ball ist am Boden. Und wer hat den Ball hier recovered? Mal schauen, was die Schiedsrichter anzeigen. Und es wird angezeigt, die Rangers haben den Ball recovered. Zumindest hat es hier der Schiedsrichter unten angezeigt. Jetzt müssen sie gerade besprechen. Nee, die Entscheidung wurde zurückgenommen. Die Cowboys haben es doch geschafft, den Ball hier noch irgendwie sich zu holen. Aber es ist jetzt der vierte Versuch und Goal von der 11-Yard-Line. Kann hier die Defense der Rangers nochmal halten und es hier verhindern, dass die Cowboys Punkte machen. Die Rangers wieder ohne Safety. Die zeigen wieder den Blitz an. So, Korbeck hat den Ball, muss den Ball schnell holen, wirft weit nach rechts und der Ball wird abgefangen. Schöne Interception hier von der Nummer 11, Franziska Liedermann. Und die Defense hält nicht, keine Punkte hier für die Cowboys. So, dann kommt die Offense der Rangers nun aufs Feld. Mit dem ersten Versuch um 10 von der eigenen 10-Yard-Line. Die Rangers auch wieder in der Double Transformation auf dem Feld. So, das Snap ist da. Korbeck wirft auf die rechte Seite auf den Out. Der Ball wird gefangen. Aber sicherer Tackle hier vom Defender. Aber der Offenspieler tankt sich hier nach vorne und versucht noch nach dem Kontakt ein, zwei Yards mehr zu machen. Die Nummer 33, Magai Knaute. Fängt hier den Ball und lässt sich hier nicht zu Boden bringen und fällt dann auch noch nach vorne. Somit etwa 5 Yards für die Offense. Und es folgt der zweite Versuch. Und jetzt sind es noch 5 Yards zu gehen. Die Cowboys diesmal etwas aggressiver, spielen ohne Safety, zeigen den Blitz an. Der Blitz kommt noch schneller, sneakt durch die Mitte vom Quarterback und der tankt sich hier durch. Die Offense macht einen super Job, schiebt hier an. Und es waren etwa 6-7 Yards, die hier durch die Mitte gut gemacht werden können. Das sollte für einen neuen ersten Versuch gereicht haben, was es auch gereicht hat. Und der Schiedsrichter hat es angezeigt, das erste Viertel ist nun vorbei. Die Teams wechseln nur die Spielseiten. Mit dem Stand von 6-0 für die Rangers. Das Ende des ersten Quarters wurde Ihnen präsentiert von unserem Partner Salutaris. Massage für Gesundheit und Wellness in Landsberg. Haben die Rangers sich hier durch die Mitte durchgeprescht, angeschoben und konnten hier 7 Yards erlaufen und konnten wirklich einen guten ersten neuen Versuch hier erzielen. Genau, ich wollte nochmal kurz aufmerksam machen, dass hier jemand mit, dass wir Merchandise-Produkte hier verkaufen für die Ladies, die hier rumgehen werden und mit Sachen zum Beispiel, mit einem Puzzle, mit Anhänger, mit Armbändern. Vielleicht finden Sie ja was Schönes hier und können hier den Verein unterstützen. Wir freuen uns, wenn Sie vielleicht den einen oder anderen Euro hier für uns ausgeben würden. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem ersten Versuch um 10. So, der Quarterback hatte mal Drift sehr schnell auf die rechte Seite auf dem Receiver Screen, aber der Quarterback ist sehr schnell da und kann den Tackle machen. Schön gemacht hier vom Corner von den Cowboys mit der Nummer 21, wie ist der Eierschmalz. Die hier den Tackle sehr schnell macht, somit macht der Receiver etwa nur 2 Yards gut. Es geht weiter mit dem zweiten Versuch und noch 8 Yards zu gehen. Die Cowboys zeigen wieder viel Druck an, spielen ohne Safety. Der Quarterback hat den Ball, muss sehr schnell den Ball losgehen, wird gehittet beim Ball. Aber
Der Ball fliegt hier ins Leere. Weder Freund noch Feind kann hier den Ball. Wer ist hier in der Nähe? Ja, man hat gesehen, der Korrekt wurde hier beim Wurf gehittet. Somit kam der Ball natürlich sehr ungenau. Und sage ich mal, mit nassen Ball durch den Regen ist es eh schwieriger zu werfen. Somit Incoming Pass, es geht weiter mit dem dritten Versuch und noch 8 Yards zu gehen. Für die Offense, die wieder erneut in der Double Trim Formation steht. So, Quarterback hat den Ball. Diesmal mit dem Reverse wieder über links. Diesmal ist der erste Lieferant da, aber schöner Cut hier nach innen. Mal schauen, ob das gereicht hat für einen neuen ersten Versuch, aber ich glaube, es war zu kurz. Mal schauen, wo hier der Ball genau gespottet wird. Ja, hier der Reverse-Video wieder mal 33. Marei Knaute, das hat nicht gereicht, das ist der vierte Versuch und noch ungefähr ein Jahr zu gehen. Ja, hier ist es eben die Frage, geht man auf Risiko und spielt ihn aus, allerdings wenn man es eben nicht schafft, sind die Cowboys schon sehr nah an der eigenen Endzone, deswegen entscheidet man sich hier eher den Punt zu machen. So, der Snap ist hinten und der Panther bringt den Ball schön weit durch die Mitte und der Returner entscheidet sich nicht zum Ball zu gehen. Und somit dort, wo der Ball ausgerollt bzw. wo die Rangers ihn aufnehmen, geht es nun weiter mit der Offense von den Cowboys. Ja, schade, diesmal hat es um ein Jahr leider nicht gereicht hier, dass die Offense weiterhin auf dem Feld bleibt. Somit jetzt nun der Ballbesitzwechsel. Die Cowboys nun jetzt mit dem ersten Versuch um 10 auf dem Feld von der eigenen ungefähr 41 Yard Line. Und diese kommen wieder in der Double Trim Formation aufs Feld. So, Quarterback hat den Ball, schaut auf die rechte Seite, schaut auf die linke Seite, wirft den tiefen Ball, aber etwas zu kurz. Der Ball fällt zu Boden. Wir haben einen Incomplete Pass. Und jetzt folgt nun der zweite Versuch. Wir müssen weiterhin 10 Yards zu gehen für die Offense der Cowboys. Diese bleiben wieder bei ihrer Double Transformation. Die Rangers aggressiver, die spielen hier ohne wirklichen Safety, das heißt, sie zeigen den Druck. Der Quarterback hat Probleme mit dem Ball zu und bringt den Ball aber raus. Hier ist viel Platz für den Running Back. Noch mehr Platz, er wurde bisher noch nicht berührt und wird dann erst sehr spät getackelt. Schöner Lauf hier von den Cowboys. Von der Nummer 15, Annalena Götz. Ja, der Quarterback erst Probleme hier den Ball zu kontrollieren, aber bringt den Ball noch raus und dann waren hier sehr viel Platz da. Ja, hier konnte das sogenannte Outside-Container nicht gehalten werden. Das war eben dann sehr viel Platz außen. Somit neuer erster Versuch hier für die Cowboys. Die nun wieder in der Double-Transformation sind, diesmal wieder mit einer Motion. Vom Slot Receiver und der kriegt auf den Ball, läuft durch die Mitte. Und wieder sehr erfolgreich laufen durch die Mitte. Ja, hier leider der Defense-Line konnte den Tackle nicht machen. Dann war hier wieder sehr viel Platz. Mal schauen, hat es sogar für den neuen ersten Versuch gereicht? Nee, das hat knapp nicht gereicht. Somit der zweite Versuch. Und noch ein Jahr zu gehen. Ja, die Cowboys wieder in der Double Trim Formation. So, der Quarterback hat den Ball. Der Blitz ist da. Schneller Wurf auf den Slant hier von Gilman Messina. Der fängt den Ball auf und wird dann zu Boden gemacht. Aber es hat auf jeden Fall gereicht für einen neuen ersten Versuch für die Cowboys. Und die sind jetzt schon an der 30 Jahre in der Rangers. In diesem Drive bisher die Cowboys ohne Rio und Not hier. Die marschieren hier sehr gut nach vorne. Die Defense muss jetzt langsam absteppen. Die Cowboys weiter mit der Double Transformation. Wieder die Motion Guy Fox läuft. Diesmal der Quarterback läuft über rechts aus, lässt einiges am Platz da. Aber sehr schönes Play hier von der Nummer 11, Franziska Wiedermann, die hier den Block sozusagen wegschlägt und den Tackle.
gemacht. Das war wieder ein Tackle vor Loss. Wirklich sehr gut gemacht hier. Und somit jetzt in der zweite Versuch, um 11 Yards zu gehen. Das war jetzt ein sehr wichtiges Play hier. Man holt ihn dieses Play hier gegen die Offense zu setzen, die jetzt sehr gut marschiert sind bisher. So, die Rangers wieder etwas aggressiver, zeigen hier den Blitz an. Korbeck hat den Ball, diesmal laufen sie über die linke Seite, aber auch hier ist die Defense wieder zur Stelle. Die Nummer 91, Matthias Schubert und die Nummer 43, Kaiser Wieser, machen hier den Tackle wieder voll los, mit einem Raumverlust für die Offense der Cowboys. So, mal jetzt der dritte Versuch. Wir haben ungefähr vielleicht 14 Yards zu gehen. Zwei sehr schöne Plays hintereinander hier von der Defense. Aber es bleiben weiterhin in der Double-Turn-Formation. So, Korak hat den Ball, schaut auf die rechte Seite, ist im Rücken, muss etwas raus, dann wirft den Ball, der Receiver ist total frei, fängt den Ball auf und macht auch den neuen ersten Versuch hier für die Cowboys. Ja, hier ist der Receiver von den Cowboys, den Mann, den Spieler, der den decken sollte, weggelaufen in den Rücken und war hier total frei und konnte hier den Catch machen. Somit neuer erster Versuch und 10 für die Cowboys. Die jetzt schon an der 13 Yard Line sind von den Rangers. So, aber der Snap ist etwas kürzer, Korbeck kann nur noch den Ball aufnehmen, kann sich aber wegspringen vom ersten Tackler. Aber die Unterstützung kommt, aber wir haben eine Flagge. Auf dem Feld war hier vielleicht ein Face Mask mit drin. Und so ist es eine Strafe eben gegen die Defense. Ein Face Mask, ein Griff in das Gesicht gibt dann hier beim Tackle, wo man den Quarterback hier zu Boden bringen wollte, hat ihn ins Gesicht gegriffen. Das zeigt ihm gerade der Schiedsrichter an. Und das ist eine 15-Yard-Strafe. Bringt einen automatischen neuen ersten Versuch mit sich, da es eben nicht mehr 15 Jahre zur Endzone sind, wird sozusagen die Distanz zur Endzone halbiert. Das heißt, wir waren vorher an der ungefähr 13, das heißt, wir müssen jetzt ungefähr an der 6,5 sein. Aber eben die Strafe bringt auch einen neuen ersten Versuch mit sich, somit erste Versuchung golden von der ungefähr 6. So nah an der Endzone zeigen sich die Rangers den Druck an, spielen hier ohne Safety. Der Quarterback hat den Ball, muss sehr schnell werfen, wirft den Ball und der Ball fällt aber zu Boden. Er wurde nicht gefangen. Somit incomplete Pass. Und es folgt jetzt nun der zweite Versuch und Goal. Und weiterhin die Cowboys an der 6-Yard-Line. Und die Rangers zeigen wieder Druck an. Nur noch von Ende, diesmal Callback an der Center. Also spielt diesmal den Sneak durch die Mitte. Aber die Defense hat aufgepasst. Die Defense hat aufgepasst. Lässt hier keinen Millimeter zu. Ja, wir wollten die Cowboys die Rangers überraschen, dass der Callback an der Center geht und dann schnell den Lauf durch die Mitte macht. Aber die Defense ist da und somit folgt jetzt der dritte Versuch und Goal. Wir sind weiterhin ungefähr an der 6. Wir werden das zeigen, wieder den Druck am Quarterback geht wieder an das Center. So, er joggt zurück, wirft auf die rechte Seite, Receiver ist frei am Center und macht den Catch und macht hier den Touchdown für die Cowboys. Ja, der Receiver hier frei, ist hier wirklich frei gekommen, kommt hier ohne Druck fangen und macht hier die Punkte für die Cowboys. Und somit haben wir einen neuen Stand von 6-6. Und mal schauen, wann wie sich die Cowboys entscheiden, ob sie versuchen, durch das Goal zu schießen, nochmal einen Punkt draufzulegen oder nochmal in die Endzone zu laufen. Oder in die Endzone zu kommen, nochmal zwei Punkte draufzulegen. Sie entscheiden sich für die Zwei-Punkte-Variante. So, der Quarterback hat den Ball, drops und wirft diesmal auf die linke Seite und der Ball wird auch hier gefangen. Der Receiver
setzt sich hier gegen den Cornerback durch und somit kommen wir mal 2 Punkte drauf. Und somit haben wir den neuen Stand von 6:8 für die Cowboys. Ja, ein wirklich generell sehr schöner Drive hier. Sehr viele positive Plays wirklich von der Offense, bis auch wirklich 2 Plays hintereinander, die die Defense machen konnte, sind hier wirklich konstant marschiert nach vorne und machen hier dann die Punkte. Und jetzt wie immer nach Punkten geht es nun weiter mit dem Kickoff von der 35-Yard-Line. Die Nummer 84, der Cowboys bringt den Ball nun ins Spiel, der etwas kürzerer Kick hier, aber der Ball kann gefangen werden und sehr schnell der Tackle hier von den Cowboys. Ja, man hat eben versucht, einen kürzeren Kick zu machen, eben nicht auf die Returner, die hinten stehen. Und man konnte somit hier schneller durchbrechen und somit den Tackle machen, somit jetzt neue erste Versuch und 10 für die Rangers. Von der ungefähr 35, 36 Jahre alt. So, jetzt wurde nochmal kurz abgepfiffen. Kurz etwas durchgesprochen werden. Entschied sich dann. Jetzt kann es wieder weitergehen mit dem ersten Versuch und 10 für die Rangers. So, Vorbeck hat den Ball, diesmal der Handoff durch die Mitte, aber hier kommt sehr schnell die Linie durch. Von der rechten Seite, beziehungsweise von der offensiven linken Seite, kam hier der Druck sehr schnell durch. Der Tackle auf dem Running Back. Jetzt wird der Lauf für plus minus 0, somit 2. Versuch, um weiterhin 10 Yards zu gehen. So, Korbeck hatte mal schon auf die rechte Seite, wirft auf den Out, der kann gefangen werden, wieder von der 33. Und der Receiver kann noch mal einen Platz gut machen. Wieder der Pass auf die Nummer 33, nach Mike Knaute. Und der Receiver macht ungefähr 8-9 Yards gut. Ungefähr 9 Yards, somit 3. Versuch und noch 1 Yard zu gehen. So, die Cowboys zeigen wieder Druck an, sie spielen ohne Safety. So, Korbeck hat den Ball, läuft wieder durch die Mitte und hat es gereicht, ich glaube es hat gereicht. Mal schauen, wo der Ball genau gespottet wird. Und es hat gereicht, da ist das Zeichen vom Schiedsrichter. Neuer erster Versuch um 10 für die Offense. Die Maschinen gehen nun sehr gut über das Feld. Bleibt weiterhin in der Double-Tweet-Formation in der Offense. So,
Und Korek hat den Ball. Schaut auf die rechte Seite. Wirft aber zu genau. Der Defender war in sehr guter Position. Nummer 7 von den Cowboys. Nadine Nurasin war da. Und somit keine Chance hier, den Catch zu machen. Somit zweiter Versuch, um weiterhin 10 Yards zu gehen für die Offense. So, die Cowboys zeigen wieder Druck an, sie spielen ohne Safety. So, Korek hat den Ball übergibt an den Running Back. Der kommt vielleicht bis zu Line of Scrimmage, aber dann ist die Defense zur Stelle und kann ihn den Tackle machen. Ich glaube, das war wieder ein Lauf von plus minus 0 ungefähr. So ist es und somit folgt nun der dritte Versuch. Und weiterhin 10 Yards zu gehen für die Offense. So, Korek hat den Ball. Dort schaut auf die rechte Seite, wirft den schnellen Snap, da kann diesmal aufgefangen werden. Wieder von der Nummer 93, Marei Knaute. Das Play macht ungefähr 7 Yards gut. Und ich schätze mal, dass die Rangers hier probieren werden, den Versuch auszuspielen. Das ist vierter Versuch, um noch 3 Yards zu gehen. Da sie in der gegnerischen Hälfte sind schon, werden sie ihn hier wahrscheinlich ausspielen. Oder sie nehmen vielleicht sogar eine Auszeit, um das nochmal zu besprechen. So ist es. Jedes Team hat pro Halbzeit 3 Auszeiten. 30 Sekunden Zeit für eine Snackpause. Dieses Timeout wird Ihnen präsentiert von Eat the Ball. Was man eben hier als nächstes machen will. Ja, Halbzeit 2 werden wir dann Karten vom Global Concerts verlosen. Das heißt, schmeißen Sie Ihre Eintrittskarte nicht weg, weil sonst verlieren Sie vielleicht Ihre Chance, hier Karten zu gewinnen. Das passiert dann in Halbzeit 2. Und ich will noch aufmerksam machen auf den Verkauf von unseren Merchandising-Produkten. Eben, es gibt ein Foto zum Beispiel, es gibt Schlüsselanhänger, Armbänder und so weiter. Und wir würden uns freuen, wenn Sie vielleicht den einen oder anderen Euro für uns ausgeben würden und uns unterstützen würden. Wir sind Ihnen da sehr dankbar. So, jetzt wird es dann demnächst weitergehen. Das ist jetzt auch eine sehr kritische Phase hier im Spiel. Vierter Versuch, noch 3 Yards zu gehen. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die Rangers hier auf die letzten Punkte antworten. Aber wir sehen es. Die Rangers bringen das Punt-Team aufs Feld. So, die Cowboys machen etwas mehr Druck, weil es gibt keinen Returner hinten. Und die Rangers punten den Ball. Da kein Returner hinten ist, kann der Ball weit nach vorne springen. Und es wäre wichtig, dass man ihn noch hier stoppt, bevor so, jetzt bin ich gespannt. Und die Schiedsrichter entscheiden, ein Cowboy-Spieler hat den Ball berührt und die Rangers haben den Ball wiedergewonnen. Somit bleiben die Rangers im Ballbesitz. Beide Schiedsrichter haben hier gezeigt, dass die Rangers den Ball hier gewonnen haben. Jetzt bin ich gespannt, sie werden wahrscheinlich das nochmal kurz mit dem Hauptschiedsrichter besprechen, ob das wirklich so ist, aber das Zeichen war hier. Weil es ist nämlich so, wenn ein Team puntet, und es ist wirklich so, die Rangers haben den Ball wieder gewonnen. Es ist nämlich so, beim Punt kann das puntende Team nur den Ball wieder gewinnen, wenn ein Spieler von dem anderen Team den Ball berührt, was anscheinend hier wirklich der Fall war. Und somit jetzt große Chance hier für die Rangers nochmal Punkte draufzulegen. In den ersten Versuch im Goal, wir sind an der 4-Yard-Line. So, der Snap kommt. Diesmal der Pitch wieder nach außen, diesmal die Cowboys sind aber da. Schirr, Kampf, der ist super. Und er macht den Touchdown. Was ein Play. Die Cowboys eigentlich, ist die Defense da, sie waren zur Stelle.
Mannschaft der Green Rangers zum 12:8. Und jetzt mal schauen, wie sich die Rangers entscheiden werden. Touchdown! Stark gepunktet mit unserem Partner Mitocare. So, das Snap ist da, der Lauf durch die Mitte. Kann er sich hier durchtanken, aber es hat nicht gereicht. Diesmal hält die Defense dicht. Aber nichtsdestotrotz, man hat hier den Touchdown erzielt und man konnte hier direkt auf die Punkte der Cowboys antworten. Somit nun der Stand von 12:8 für die Rangers. Und was ein Play hier vom Receiver, der dann Running Back war, weil er den Ball hatte, sozusagen Mike Knaute. Schöner Cut hier durch die Mitte, auch schön geblockt von der Offense, die alle, auch wenn das eigentliche Play nicht da war, trotzdem an den Leuten dran geblieben sind und somit dann die Mitte aufgemacht haben. Schön gesehen hier. Und der Touchdown dann. Ja, erneut ein Big Play, auch zuvor von den Special Teams, wo man den Punt gemacht hat und man es geschafft hat, den Ball wieder zu gewinnen. Wo man überhaupt erst die Chance bekommen hat, so nah an der Endzone zu sein. Als nächstes wird jetzt der Kickoff. Es wurde angepfiffen und somit kann sich das Kickner-Team nun über die Breite aufstellen. So, der Kick wieder durch die Nummer 89, der Nela Grote, der Ball ist im Spiel. Und fliegt weit nach hinten. Schöner Catch diesmal von Returner, der jetzt versucht, so weit wie möglich durch die Mitte zu laufen. Da ist viel Platz. Jetzt bricht er auf die rechte Seite. Viele, viele Yards macht er hier, gute Returner. Nummer 4 von den Cowboys, Julia Meyer. Und wir sehen beide eine verletzte Spielerin auf dem Feld. Hier auf Seiten der Rangers. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Schlimmes hier ist, dass sie weiter am Spiel teilnehmen kann. Sie steht zumindest wieder und kann mit einer Kraft vom Feld gehen. Genau, Applaus hier für die Spielerin. Und das Wichtigste ist es Nummer 91. Maria Schubert. Ja, sie ist ein wichtiger Spieler für die Defense. Jetzt erstmal ein paar Plays wohl oder mindestens ein Spielzug vom Feld geben muss. Jetzt ist es was auf jeden Fall. Schöne Return hier von den Cowboys, die jetzt mit dem ersten Versuch und 10 haben schon in der Hälfte von den Rangers. Sie sind etwa schon an der 43 Jahre alt. Die Cowboys wieder in der Double Transformation mit der Motion vom Slot Receiver. Diesmal der Lauf hier durch die Mitte und der Running schafft es nach außen zu bouncen. Und kann den ersten Tackler vorbei, kam beim zweiten Tackler vorbei und erst dann kommt die Defense und kann den Running Back ins Ausschieben. Schöner Lauf hier vom Running Back, der die zwei Tackles brechen kann. Und dann nach außen kommt die Nummer. Die Nummer 15, wenn ich es richtig gesehen habe, Annalena Götz. Wie hier. 4 Yards ungefähr gut macht, somit zweiter Versuch und noch 6 Yards zu gehen nun für die Offense der Cowboys. Diese stellen sich wieder in der Double Transformation auf. Das ist der Quarterback wieder an der Center. So, der Quarterback kommt mal, läuft durch die Mitte, macht noch einige Yards gut. Hier, bevor er gestoppt wird. Es könnten ungefähr 4-5 Yards gut gewesen sein. Auf jeden Fall nehmen die Cowboys eine Auszeit. So, das war die erste Auszeit hier von den Cowboys. Die sie genommen haben, noch 2 haben sie übrig. Ja, es folgt jetzt der dritte Versuch. Und ja, ein langes Jahr, sage ich mal, ist es noch für ein neues First Down. Ja, wie immer, 91, Maria Schubert steht schon wieder ready, aber sie ist immer noch an der Sideline.
So, es ist wieder angegriffen. Cowboys weiter in einer Double Turn Formation. Wieder mit der Motion vom Slot Receiver. Sehr hoher Snap, der durch die Hände rutscht. Der Ball ist am Boden. Der Quarterback muss jetzt selber laufen. Und kann natürlich hier nicht viel machen. Die Defense ist zur Stelle. Da hat man ein etwas Glück gehabt, dass hier der Ball, dass der Ball durch die Hände des Quarterbacks flutscht. Aber auch ein etwas hoher Snap hier. Und die Defense ist dann zur Stelle und macht hier den sehr großen Tackle voll aus. Wenn ich es richtig gesehen habe, war es die Nummer 94, dieser Gampal hier mit dem Tackle. Und somit jetzt vierter Versuch. Und ja, ungefähr über 20 Jahre zu gehen. Hier werden jetzt natürlich die Cowboys für den Punt entscheiden. Und den Ball jetzt an die Rangers abgeben. So, das Snap ist da. Der Punt, der Ball ist in der Luft, schöner hoher Punt in die Mitte. Franziska Lian hat den Ball. Sie ist schnell, sie versucht über die linke Seite, kann den ersten abschütteln, kann den zweiten überlaufen und wird dann erst vom dritten Defender zu Boden gebracht. Somit kommt jetzt die Offense der Rangers aufs Feld mit dem ersten Versuch und 10. Und die Rangers sind ungefähr an der eigenen 28. Ungefähr mit dem ersten Versuch um 10. Nur erst Versuch um 10 und für die Raiders, die auch weiterhin in der Double-Turn-Formation bleiben. Dann kommt diesmal der Lauf in den Runningback durch die Mitte, aber die Defense kommt hinten, sie schaffen es, den Ball rauszuschlagen und die Cowboys, glaube ich, gewinnen hier den Ball, da ist das Zeichen. Diesmal die Defense der Cowboys hier mit dem Big Play. Ja, die Defense kam hier sehr schnell durch. Kurz nach dem Handoff kam schon der Hit auf den Runningback und der Ball flutscht raus. Und die Defense kann hier den Ball gewinnen. Somit jetzt nun die Offense der Cowboys auf dem Feld mit dem ersten Versuch und schon in der tiefen Hälfte von den Rangers, von der ungefähr 25 Jahre rein. So, die Cowboys wieder in der Double-Chip-Formation. Und er hat den Ball, hoher Snap, aber er fängt ihn. Er schaut auf die linke Seite, wirft auf die linke Seite, aber zu hoch. Zu hoch hier. Und wir sehen die, eine Flagge auf der rechten Seite fliegen. Mal schauen, was hier passiert ist. So, wir haben eine Pass Interference gegen die Defense. Das heißt, als der Ball hier in der Luft war, war der Kontakt schon zu früh vom Defender auf den Receiver. Wenn ich es richtig gesehen habe, war es Nummer 32, Jessica Fitzel. Das ist eine Raumstrafe von 10 Jahren. Somit neue erster Versuch von 10 nun von den Cowboys. So, der Slot Receiver ist wieder in Motion. So, der Cowboy hat den Ball, schaut auf die Mitte, schaut in die Mitte, wirft in die Mitte, der Receiver ist da, ist frei, fängt den Ball und kommt bis zur ungefähr 8-Yard-Line. Und die Cowboys nehmen eine Auszeit. Ihre zweite Auszeit in dieser Hälfte.
So, es wurde wieder angepfiffen. Die Rangers zeigen natürlich jetzt die Druck für kurz vor der Endzone. Wir haben die Motion. Der Snap ist wieder sehr schlecht. Der fliegt nach hinten. Jetzt können die Rangers hier ein sehr gutes Play machen. Sie machen es. Sie machen hier den Tackle. Sind hier wieder. Die Cowboys nehmen ihre letzte Auszeit, ihre dritte. Ja, wieder hier ein sehr hoher Snap, was natürlich mit dem nassen Ball sehr leicht passieren kann. Der Ball ist rutschig, der Ball ist glitschig. Man hat natürlich nicht so viel Kontrolle über ihn wie auf einem trockenen Ball. Und jetzt hier der zweite hohe Snap bei den Cowboys, die dadurch sehr weit nach hinten gedrängt werden. Somit weiterhin, oder zweiter Versuch und weiterhin Goal, aber mittlerweile von der 21-Yard-Line. Wieder eine Double-Tense, es ist wieder angepfiffen. So, guck mal, cut den Ball. Schaut nach rechts, wirft nach rechts, aber hier der Ball zu kurz, zu ungenau. Und so eine Incomplete-Task. Und es folgt der dritte Versuch. Und weiterhin Goal von der 21-Yard-Line. Wir sehen Nummer 1, Maria Schubert ist wieder auf dem Feld, was schön ist. Und wieder die Cowboys in der Laufzeit, diesmal wieder an der Center. Dass das Snap hier auf jeden Fall durchkommt. Kovac hat den Ball, ist noch bedrückt, muss nach links ausweichen, hat Zeit, wirft den weiten Ball. Und der Ball geht aber angefallen. Und Franziska Biedermann ist wieder zur Stelle. Schöne Reception hier, die Defense hält und lässt hier keine Punkte zu. Vor der Halbzeit. Es dürfen nur noch wenige Sekunden, glaube ich, zu spielen sein. So, die Offense kommt jetzt nun aufs Feld wieder mit dem ersten Versuch um 10, ungefähr von der eigenen 10. Die Rangers werden sich jetzt nur noch abknien, das heißt, sie lassen die Zeit ablaufen. Und es ist nun Halbzeit und wir gehen mit dem Stand von 12 zu 8. Das Ende des zweiten Quarters wurde Ihnen präsentiert von unserem Partner PT Hockey, der American Sports Profi aus Erding. Die Rangers bisher können die Führung mit in die Halbzeit gehen. Schöne Plays, Offense, wie Defense. Zeit für eine Stärkung. Diese Halftime wird Ihnen präsentiert von Gerners Wirtshaus und Bar in München.
Den Kickoff, es wird angegriffen. Somit kann sich nun das Kickner-Team über die Breite des Feldes aufstellen. Und der Ball ist im Spiel, ein kurzer Kick. Schauen, jetzt müssen die Raiders schauen, den Ball zu sichern. Daniela Grunz nimmt ihn auf und versucht jetzt noch so weit wie möglich. Vorne kommt Hitler hier gestoppt. Ja, hier wollten die Cowboys die Raiders ein bisschen auf den zweiten Fuß erwischen. Etwas kurzer Kick in die Lücke, in die Mitte. Um den Ball selbst hier aufzunehmen. Aber das hat nicht geklappt. Die Raiders haben aufgepasst. Und somit geht es nun mit der Offense weiter von den Raiders. Mit dem ersten Versuch um 10 von der ungefähr 41 Yard Line. Die Sonne kommt raus. Was will man mehr? Jetzt haben wir auch noch gutes Wetter für dieses Spiel. Die Raiders weiterhin in der Double Receiver Set. Die Cowboys zeigen jetzt dann kein Safety. Der Run durch die Mitte. Und der Running Back kann 2-3 Yards gut machen, bevor hier gestoppt wird. Dürfte ungefähr, glaube ich, 3 Yards gewesen sein. Wahrscheinlich hat der Ball dann gespottet wird. Genau. Aber schöner Lauf hier von der Nummer 1, Jessica Altmann. Es waren sogar 4 Yards, die der Running Back hier gut machen kann, um somit zweiter Versuch, um auf 6 Yards zu gehen. Wir haben das wieder eine Double Transformation. Snap ist da, Callback schaut auf die rechte Seite, wirft auch aus noch, aber der Ball fällt ins Nichts. Selbst wenn der Ball etwas genauer wäre, gekommen wäre, wäre der Linkspender wahrscheinlich hier zur Stelle gewesen. Er hätte vielleicht den Ball wegschlagen können. Die Nummer 21, Lisa Eierschmalz. Ich glaube, es war da. Und somit jetzt der dritte Versuch, noch weiter in 6 Yards zu gehen. Für die Offense. Cowboys wieder ohne Safety, somit werden sie wieder hier mit viel Druck kommen. So, Körper kann der Ball wirft sehr schnell nach rechts. Der Ball fällt zu Boden, somit incomplete pass. Ja, man wollte hier den schnellen Screen rausspielen, aber der Ball nicht gefangen. Selbst wenn er gefangen wäre, hier von der Nummer 84, Johanna Lietoff, wäre der Defender da gewesen. Die Nummer 21 eben wieder. Von den Cowboys, Lisa Eierschmalz, wäre da gewesen. Somit jetzt vierter Versuch, weiterhin 6 Yards zu gehen. Wieder an der Formation von den Raiders. Die Man wird den Punt durchführen. So, der Snap ist da, der Kick kommt. Sehr kurzer Kick nach rechts. Der Ball baut sogar noch zurück. Was natürlich für die Raiders sehr unglücklich ist. Somit ein Punt von ungefähr nur 6 Yards. Was natürlich jetzt sehr unglücklich ist. Den Ball hier vielleicht etwas zu seitlich gekommen. Auf jeden Fall kommt jetzt die Offense der Cowboys nun aufs Feld. Mit dem ersten Versuch und 10. Nun fast schon bei der Mittellinie von der ungefähr 48 Yard Line. Ja, die sind wieder in der Double Turn Formation. Wir sehen einen neuen Quarterback und auch Under Center jetzt. So, Korak hat den Ball, droppt nach rechts, wirft nach rechts, der Ball wird gefangen. Der Receiver kann den ersten Defender, den zweiten sogar abschütteln und erst beim dritten machen. Beim dritten Defender dann zu Boden gebracht werden. Schöner Catch hier und schöner Lauf danach dem Catch. Jetzt der zweite Versuch und noch ungefähr ein Jahr zu gehen. Wieder Double Twins an der Center, der Quarterback. Quarterback hat den Ball, droppt zurück, schaut auf die linke Seite, der Ball wird nicht gefangen. Hier war fast die Möglichkeit, hier von der Defense den Ball abzufangen. Die Nummer 43, Kyler Visa, war ganz knapp dran. Und somit incomplete pass und wir sind weiter hinbein. Jetzt kommt der dritte Versuch, noch weiterhin nur ein Jahr zu gehen für die Offense. Die Cowboys bleiben weiter an der Center, somit die Gefahr eben nicht, dass beim Snap der Ball irgendwie zu hoch ist mit einem nassen Ball. Die Motion vom Slot Receiver, der Quarterback fängt den Handoff an, behält ihn selbst und ist flink unterwegs über außen und macht einige Yards gut, bevor er die Nummer 11, Franziska Biedermann hier, den Tackle machen kann. Der neue Quarterback von den Cowboys, Zoe Zong,
hier flink unterwegs und macht hier 4 Yards gut und macht hier auch den neuen ersten Versuch für die Cowboys. Somit neuer erster Versuch um 10 nun. Von der ungefähr 36 Yard Line schon. Der Rangers. Wieder Double Twins an der Center. Corbett droppt zurück, schaut auf die linke Seite, wirft auf die linke Seite, der Ball aber zu kurz. Hier wollte man den Curl werfen, das heißt, der Receiver läuft etwa 3-4 Yards nach vorne und dreht sich dann komplett 90 Grad zum Quarterback zurück. Aber der Ball hier zu kurz, somit Incomplete Pass und es folgt nun der zweite Versuch. Und weiterhin sind es 10 Yards zu gehen hier für die Offense, die bleiben weiterhin bei der Double Transformation, aber es wird abgepfiffen gerade. Der Ball musste nochmal neu gespottet werden. So, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Versuch und ziehen wieder an der Center, der Quarterback mit der Double Twins, mit der Motion vom Slot Receiver. Der Quarterback pitcht auf den Lineback über außen, der erste Defender kommt durch, kann aber den Tackle nicht machen, der zweite schafft es auch nicht, der dritte auch nicht, und der Lineback ist weiterhin auf den Füßen. Die Rangers zur Stelle, aber sie schaffen es nicht, den Tackle zu machen. Ja, die Nummer 15 hier. Annalena Götz macht hier viele Yards gut. Bevor sie jetzt Boden gemacht wird, ungefähr 8 Yards. Die Rangers 2-3 Mal zur Stelle, aber sie schaffen es nicht, in den Tackle zu machen. Somit nun der dritte Versuch. Und noch 2 Yards zu gehen. Wieder die Cowboys, Undercorner, Double Twins, Rangers zeigen Druck, spielen ohne Safety, sind im Handoff durch die Mitte, da ist wieder viel Platz da, der Runner bounce nach außen, und er ist einfach aktiviert, macht den Touchdown für die Cowboys, schöner Lauf hier, über die linke Seite, die Defense noch mit dem Kopf in der Halbzeit, verschlafen hier den Start. Und die Cowboys scoren hier mit dem ersten Drive in Halbzeit 2. Und legen 6 Punkte drauf zum neuen Start von 12 zu 14. Und jetzt werden sie nochmal probieren, 2 weitere Punkte drauf zu packen. Wieder Double Twins an der Center. Quarterback hat den Ball, schaut, wirft und der Ball kommt nicht an. Er ist nicht gefangen, somit keine Punkte kommen drauf und es bleibt beim Stand von 12 zu 14. So, wie ich vorhin Halbzeit 1 schon mal angesagt habe, wir verlosen 2 Karten von unserem Partner Global Concerts für die David Hasselhoff Freedom, the Journey Continues Tour 2019. Und gewonnen hat das Ticket mit der Nummer 789. Ja, schauen Sie auch wieder ein, Ihre Tickets, Eintrittskarten mit der 789 hat. Die 2 Karten gewonnen sind hier abzuholen an der Sprecherkabine. So, wie immer nach oben geht es jetzt nun weiter mit dem Kickoff von der 35-Yard-Line. Es wurde angepfiffen, das Team steht und der Ball wird wieder ins Spiel gebracht durch den Kicker. Wieder etwas kürzerer Kick. Und diesmal etwas Probleme, aber dann kann der Ball gesichert werden. Und der geht zu Boden, damit ist das Play vorbei. Das ist der Unterschied zur NFL. Da würde ja, wenn man am Boden geht, aber noch nicht berührt ist, würde das Play weitergehen, aber wir spielen hier nach College-Regeln. Und da ist man, wenn man den Boden mit einem Knie berührt, dann ist das Spiel, vorbei. So, jetzt geht's weiter mit dem ersten Versuch um 10 nun. Jetzt die Rangers mit einer neuen Formation hier mit 2 Running Backs im Backfield. Der Snap kommt an, der Quarterback wirft auf die rechte Seite, der Ball kann, der geht. Gebobbelt, aber ich glaube, der Schuss wird gefangen. Und er wird gefangen. Schöner Catch hier von der Nummer 33, Marek Knaute.
für ungefähr 7 Yards. Und es geht nun weiter mit dem zweiten Versuch um 3 für die Offense. Die Offense nun mit einem Teil auf der rechten Seite, ein Mann in der Kitten, 3 Receiver. Zuckerberg hat den Ball überlegt an den Mann weg, er versucht nicht die Mitte, der Ball ist aber frei und die Cowboys können den Ball recovern. Die Cowboys schaffen es, den Ball zu werfen. Der Hit wieder sehr schnell nach dem Handoff und der Ball kommt raus. Und die Defense schafft es jetzt, den Ball zu recovern. Leider verliert sie die Offense erneut den Ball durch einen Fumble. Und die Offense der Cowboys kommt nun aufs Feld mit dem ersten Versuch und 10 schon in der Hälfte von der Rangers, von der 40-Yard-Line. So, die Rangers ohne Safety, die zeigen wieder viel Druck. Cowboys mit einem Motion, aber Quarterback fällt hin, der hält dann über den Ball. Und dort wurde zu Boden und bringt es dann weiter. Somit ungefähr ein 5-Yard-Raumverlust. Somit geht es nun weiter mit dem zweiten Versuch und 15 und für die Offense der Cowboys. So, diese Line in der Double Turns an der Center, wieder die Motion vom Slot Receiver. So, hier ist ein Defender zu weit vorgegangen, der Ball trotzdem in der Luft, wird gefangen, schöner Catch vom Receiver. Der macht aber keinen Yard weiter. Aber wir haben es gesehen, der Count von den Cowboys etwas variiert, dadurch ist ein Verteidiger nach vorne gesprungen und war zum Zeitpunkt des Snaps über der Balllinie, über der Line of Scrimmage. Somit ein Offside gegen die Defense. Das ist eine 5-Yard-Strafe. Die Cowboys nehmen diese Strafe an, somit bleibt es beim zweiten Versuch. Und es geht eben 5 Yards weiter vor. Damit sind wir jetzt beim zweiten Versuch ungefähr um wieder 10 Yards zu gehen. Das Play somit findet eben nicht statt, weil man eben die Strafe angenommen hat. Und die Cowboys weiterhin Double Turns an der Center. So, jetzt die Motion, Receiver wieder in der Motion, diesmal dann Reverse. Der Receiver ist flink unterwegs, kann einige Yards machen hier mit Ort. Irgendwas wird ungefähr ein 5-Yard-Run. Ja, diesmal ein End-Around, Reverse. Und hier ist der glückliche Zuschauer, der die 2 Tickets gewinnt. So, der Lauf war ungefähr für 4,5 Yards, somit dritter Versuch, noch weiter 5,5 Yards zu gehen. Cowboys weiterhin in der Double Turns Formation. Cowboys droppt zurück, schaut auf die rechte Seite, ist unser Rock, wirft der Ball in der Luft und wird gefangen. Ja, wird gefangen, das passen wir gerade im Rhythmus bei Cowboys. Der Ball kommt an, über die Linebacker geworfen, die den Ball nicht wegschlagen konnten. Und somit neuer erster Versuch 10 und für die Cowboys. Diese sind nun an der ungefähr 23 Jahre Line der Rangers. Die Rangers zeigen wieder Druck an, spielen ohne Safety. So, der Handoff diesmal über den Running Back, aber die Defense ist da, die Defense ist da diesmal. Die Nummer 89, der Nieder Bote, ist da mit der Nummer 91, mal die. Und wir machen zusammen den Tackle for Loss. Somit der zweite Versuch und noch 14 Yards zu gehen. So, die Cowboys weiterhin in der Double Transformation an der Center. So, wieder die Motion vom Circle, sieht er wieder ohne Safety die Defense. So, der Callback dort zurück, schaut wieder auf die rechte Seite, er rollt raus, wirft den weiten Pass und der Ball kommt nicht an, aber es geht, Flaggen fliegen auf dem Boden. Das wird eine Pass-Interference in die Defense sein. Ja, hier das One-on-One-Matchup, der Ball etwas kürzer geworfen. Der Offener will zum Ball gehen, aber der Defender sieht nicht den Ball, schaut nur auf den Receiver und läuft dann in ihn rein. Das ist eben eine Passbehinderung. Amen.
die Augenstrafe geht in die Defense. Auch einmal ersten Versuch gewonnen. Somit erster Versuch von 10 und für die Cowboys. Die Band ist wieder ohne Safety zeigen. Viel Druck an, wieder die Motion-Reihe vom Sub-Receiver. Der Running Back wieder mit Speed über Ausreißung auf den Platz. Da ist kein Verteidiger. Der Running Back läuft bis knapp vor die Endzone. Ungefähr an der 1-Yard-Linie wird er jetzt ausgepusht. Und wieder momentan kommt die Band des Defens nicht mit dem Speed zurecht hier. Vom Running Back. Man kann ja nur den Tackle knapp vor der Endzone machen, somit zweiter Versuch. Und ja, Zentimeter zu gehen für einen neuen ersten Versuch, aber auch nur Zentimeter zur Endzone. Und es hat sogar gereicht für einen neuen ersten Versuch, also erster Versuch und Goal für die Cowboys Offense, die knapp vor der Endzone sind. Wieder die Motion vom Slot Receiver. Diesmal behält der Quarterback den Ball selber, versucht wieder über außen zu laufen. Diesmal ist die Defense da. Diesmal ist sie da. Lässt sich diesmal nicht über außen schlagen. Die können den Tackle hier im Backfield machen. Das war vielleicht ungefähr ein Jahr draußen Verlust. Und jetzt haben wir den zweiten Versuch und Goal. Und die Offense ist ungefähr an der 2-Yard-Linie. Weiterhin die auch in dieselbe Formation. Wir werden das zeigen natürlich wieder Druck an. Motion vom Slot Receiver. Diesmal der Handoff über den Running Back, der tankt sich durch und es hat gereicht. Wir sehen das Zeichen der Schiedsrichter. Es hat gereicht. Touchdown für die Cowboys. Die hier seitdem erst Halbzeit war hier. Wie auf den Fire rauskommen. Mit Defense den Ball zurückerobert haben und auch wenn es jetzt wieder gepunktet haben zum neuen Stand von 12 zu 20. Aber wir sehen auch leider eine Spielerin liegt am Boden. Oberschenkel oder Knie zu sein. Die Spielern steht schon dabei, wir haben Applaus für die Spielern. Wir hoffen natürlich, dass sie bald wieder am Spiel teilnehmen kann. Die Nummer 27 bei alleine. Hier ein wichtiger Part der Defense ist von den Rangers. Das wäre natürlich ein herber Ausfall, falls sie nicht mehr teilnehmen kann. Also somit geht es jetzt weiter mit der Two-Point-Conversion. Die Cowboys wieder an der Center, Robert Twins. So, Snap der Gorbeck behält ihn selbst, versucht zu laufen, aber die Defense ist da. Die Defense kann die Two-Point-Conversion stoppen. Der Tackle von der Nummer 94 dieser Gapball. Somit ist die Two-Point-Conversion und vollständig, aber der Touchdown bleibt. Somit bleibt es beim Stand von 12 zu 20 nun für die Cowboys. Und es geht jetzt nun wieder weiter mit dem Kickoff von der 35-Yard-Line. Also die Rangers müssen jetzt aufmachen in dieser gleichen Halbzeit. Sie leider noch nicht da. Auch mit dem Defense. Aber es ist noch genügend Zeit, es kann noch alles in diesem Spiel passieren. Somit jetzt geht es erstmal weiter mit dem Kickoff. Wieder wurde angepfiffen, somit kann das Gegnerteam sich in die Breite des Feldes aufstellen. Der Ball ist im Spiel, wieder etwas kürzerer Kick über den Boden
dann war es natürlich schwieriger, den Mann aufzunehmen, weil er unberechenbar springt. Dabei wird aufgenommen und kann nochmal von Kajaks nach vorne gebracht werden, bevor er dann der Tackle kommt. Versuch um 10 Uhr für die Rangers. Von der ungefähr 36 Yard Line. So, der Snap ist da, der Lauf durch die Mitte vom Quarterback selber. Und der macht, der Quarterback macht ungefähr 3 Yards gut, bevor hier dann zum Boden getackelt wird. Aber es bleibt leider erneut eine Spielerin am Boden. Eine Offensive-Spielerin. Diesmal. Ja, das ist leider eine typische Verletzung, die da auch dann passieren kann. Die schiebt an und der Running Back läuft einfach nur hinter ihm her und fällt dann, wenn er dann zu Boden gebracht wird, in die Beine von hinten in den Offensive Liner rein. Da hofft man sich, dass man sich spielt, wenn man sich da nichts gerissen hat. An Bändern oder so. So, die Spieler stehen schon am Eis wieder die Nummer 72, Franziska Herrmann. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem zweiten Versuch. Und ungefähr 6 Yards, 6,5 Yards zu gehen für die Offense. Die weiteren in der Dungeons Formation bleibt. Die Cowboys zeigen Blitz von den Linebackern an. So, der Quarterback hat den Ball. Schaut auf die linke Seite, wirft ihn out. Der Out wird auch gefangen und der Receiver hangt sich durch und macht noch viele Yards gut, lässt sich hier nicht zu Boden gehen. Die Nummer 33 von allein Knaute erneut ein sehr gutes Play durch sie. Ja, den haben wir heute schon häufiger gesehen. Ein Playmaker hier für die Offense. So, mein neuer erster Versuch. Cowboys. So, die Cowboys diesmal ohne Safety. Sie zeigen den Blitz an, da wird der Druck auf jeden Fall sehr schnell kommen. So, Quarterback hat den Ball, versucht zu werfen, wirft auf die linke Seite den weiten Ball, aber zu weit. Und hier auch war versucht, zu wieder auf die Reihenleistung zu werfen, aber zwei Defender waren da schon in der Nähe. Also mit Incomplete Pass. Und es folgt der zweite Versuch. Und weiterhin sind 10 Yards zu gehen. Offense bleibt weiter in der Double-Turn Formation. So, wieder ohne Safety. Zeigen wir sehr dumm. Tiefer Snap, der Quarterback hatte mal durch den Receiver Screen. Den End-Around aus dem kann man sagen, ja, den Receiver Screen und dann pusht der Receiver zum Offensive Liner hier auf die Nummer 66, Lea Schmidt, und die macht dann viele Yards gut, sehr kreativ hier, das Playcalling der Offensive mit neuer erster Versuch um 10 Uhr von der 32 Yard Line. So, Quarterback hat den Ball, läuft wieder durch die Mitte, tankt sich durch, es wird angeschoben, viele Yards gut, sie wird nicht gestoppt und 12 Yards etwa hier für die Offense. Hier hat die Offense Line in der Mitte angeschoben, einfach nur angeschoben und konnte einen 12 Yard Run hier machen,
Somit ein neuer erster Versuch für die Offense, die jetzt gerade durch das Trickspielzug marschiert. Aber der Quarterback etwas angeschlagen. Deswegen nehmen sie auch hier lieber eine Auszeit, die Offense. Und die Offense nimmt hier eben auch eine Auszeit. Man sieht's am 30 Sekunden Zeit für eine Snackpause. Dieses Timeout wird Ihnen präsentiert von Eat the Ball. Von den Rangers, Nicole Behrensmeier. Im Laufen leicht angeschlagen gewesen, deswegen nimmt man hier lieber die Auszeit, dass sie mehr Luft schnappen kann, auch nach diesem schönen Lauf. Und jetzt zwei Big Plays hintereinander hier von der Offense, mit denen man viele Yards hier überbrücken konnte. Jetzt ist man in der sogenannten Red Zone, das sind die letzten 20 Yards vor der Endzone. Und mal schauen, ob das hier die Rangers nun ausnutzen können und hier langsam auch wieder Punkte drauflegen können und jetzt den zwei Touchdowns antworten können von den Cowboys. Auf jeden Fall die Offense wieder in der Double Transformation. So, der Snap ist da, Hand off durch die Mitte. Der Run, der kann vielleicht zwei, drei Yards gut machen, bevor ihr der Tackle kommt von der Defense. Ja, ungefähr drei Yards. Seht ihr, der Offense gut geschrieben. Und jetzt folgt der zweite Versuch, um etwa 7 Yards zu gehen. So, der Snap ist da, Corbin Drop zurück, ist unter Druck, muss sehr schnell werfen. Und dementsprechend ungenauer Pass, man hat es gesehen, der Corbin muss den Rückwärtsfall werfen. Da ist es natürlich schwierig, Druck und Kraft in den Ball zu bringen, wenn man nicht in den Wurf reinsteppen kann. Aber leider hat sich auch die Defense-Spielerin hier verletzt beim Hit auf den Cornerback. Das scheint unten was am Knöchel zu sein. Genau, großen Applaus an die Spielerin. Wir hoffen, dass es nichts allzu Schlimmes ist. Dass wir vielleicht auch sie wieder im späteren Spiel wieder sehen können auf dem Feld. Gute Besserung an sie. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem dritten Versuch und weiterhin 7 Yards zu gehen für die Offense. Snap ist da wieder der Reverse. Aber die Defense ist wieder zur Stelle. Mareike Laute versucht nochmal alles und sich durch die Mitte zu tanken. Kommt immerhin noch bis zur Line of Scrimmage. Aber die Defense ist da. Die kennt jetzt den Spielzug. Somit ein Lauf wieder für etwa plus minus 0. Und somit folgt nun der vierte Versuch. Und es sind noch 7 Yards zu gehen. Die Defense muss jetzt diese 7 Yards schaffen. Und der Snap ist da, Körper schaut auf die rechte Seite, wirft den hohen Ball in die Endzone, aber zu leid hier in den Rückenleiter. Der Receiver hat keine Möglichkeit, hier zum Ball zu kommen, Jana Werner. Und somit haben wir leider den Turnover und Downs auf Seiten der Rangers. Und der Ball wird an die Cowboys abgegeben. Diese kommen jetzt mit der Offense aufs Feld mit dem ersten Versuch. Und 10 von der
15, 15,5 Jahre alt. Ja, das war jetzt eine goldene Chance, die Punkte draufzulegen, aber man hat es hier nicht geschafft, die Punkte ins Held der Cowboys. Sie sind jetzt wieder unterwegs mit der Double Twins, under center formation, mit dem Motion vom Stop Receiver, der Running Back läuft, hat viele Yards, gut versucht nochmal rauszubautzen, aber der Defense End kommt zurück. Schöner Tackle, aber es gibt natürlich einen Forward Progress, das heißt, der vorderste Punkt, wo der Running Back mit eigener Kraft hingekommen ist, wird als Spot genommen, wo es weitergeht. Somit war das ungefähr ein 3-Yard-Run. Und es folgt jetzt der zweite Versuch, um ungefähr noch 7 Yards zu gehen. Hier für die Offense, die weiterhin bei ihrer Double Twins under Center Formation bleiben. Wieder die Motion vom Slot Receiver. Jetzt der Handoff durch die Mitte über den Running Back. Der hat viel Platz da, cuttet einen aus, hat viel Geschwindigkeit und macht viele Yards gut. Ungefähr fast 20 Yards. Und erneut bleibt eine Spielerin liegen. Das ist wieder jemand auf Seiten der Lakers. Genau, wenn ich richtig gesehen habe, war es die Nummer 43. Heider Wiener. Heute sind beide momentan die Verletzungen, aber wir hoffen natürlich, dass es bei allen nichts Schlimmes ist. Dass wir sie alle wieder bei den Rangers sowie bei den Cowboys auf dem Feld irgendwann sehen können im Spiel. Spielerin steht wieder, schon nachgemacht zumindest, vom Feld gegen Herzlager, wenn er reinsteht, keiner wieder. Und jetzt ist das auch sie bald wieder am Spiel teilnehmen kann. Und nach diesem schönen Lauf geht es nun weiter mit dem neuen ersten Versuch um 10. Für die Cowboys. Der Quarterback dort zurück, sucht den freien Receiver, wirft, aber zu weit hier. Der Ball fliegt auf dem Feld, auf dem Boden. Hier der Versuch, wo auch die Nummer 11 ist, Steiler Meidinger. Aber inkomplett. Somit jetzt der zweite Versuch. Und weiterhin sind es 10 Yards zu viel für die Offense. Und die Cowboys weiterhin. Cowboys, die Rangers ohne wirklichen Safety. Diesmal der Snap und wieder der Lauf über außen. Daniela Wirth ist da und sie macht das Schalter diesmal Backfield. Sie hält es outside contained. Ist aus ihrem Snap rausgeschossen und hat die Outside nicht gemacht. Macht hier den Tackle vor Loss. Somit jetzt großer Raumverlust für die Offense. Es geht noch weiter. Mit dem dritten Versuch und ungefähr 18 Yards zu gehen. So. Dann Motion wieder vom Stop Receiver.
So, Cornerback hat den Ball, schaut auf die rechte Seite, muss sehr schnell werfen, der Ball in der Luft und er, das Zeichen, ja, er wird gefangen. Schöner Diving Catch hier vom Receiver. Der kann ein paar Yards gut machen, aber es hat nicht gereicht für meinen ersten Versuch. Jetzt haben wir den vierten Versuch und ungefähr vielleicht 14 Yards zu gehen. Wie es aussieht. So wie es aussieht, ist das dritte Quarter zu Ende, glaube ich. Ja, das dritte Quarter ist zu Ende. Das heißt, es werden nochmal die Seiten. Das Ende des dritten Quarters wurde Ihnen präsentiert von unserem Partner Eat the Ball. Eat smart, feel good. Wir haben einen Stand von 12 zu 20 für die Cowboys. Und wir haben eben den vierten Versuch um etwa 14 Yards, 13, 14 Yards zu gehen hier für die Offense der Cowboys, die höchstwahrscheinlich jetzt hier einen Punt durchführen werden. Vielleicht können die Rangers ja nochmal ein Big Play hier machen und hier machen des Spiels vielleicht diesen Punt sogar blocken. Mal schauen. Was hier passiert, so das Snap ist da und der Ball fliegt weit nach hinten, auf die, leicht auf die rechte Seite. Oh, der Returner hat Probleme, den Ball aufzunehmen, sie schafft es aber zumindest, den Ball zu sichern. Kann zumindest den Ball sichern. Ja, eben beim Punt ist es so, eben erst wenn das Returner-Team den Ball berührt, dann hat aber die Möglichkeit, auch das Punt-Team den Ball wieder zu gewinnen, aber zum Glück schafft es hier Franziska Hildemann, den Ball zu sichern dann. Und der Ball wechselt auf Seiten, auf die Seite von den Rangers. Jetzt wird der Offense aufs Feld kommen mit dem ersten Versuch und 10 von der eigenen 33-Yard-Line. So, sie stehen wieder mit der Double Transformation auf dem Feld. So, das Snap ist da korrekt. Dobsic sucht eine Fang, aber braucht zu lange. Der Druck ist da und der Ball liegt am Boden. Der Ball liegt am Boden. Und ich glaube, es wurde nicht abgepfiffen. Wurde schon abgepfiffen. Kurz schauen, was die Start sein. Nee, der Quarterback hat den Ball erst verloren, nachdem er sozusagen auf dem Boden aufgeprallt ist. Und der Boden kann keine Fumble forcen. Somit bleiben die Rangers im Ballbesitz. Aber der Sack zählt von den Cowboys, somit jetzt zweiter Versuch. Ja, und es sind ungefähr 16, 17 Yards zu gehen. So, Quarterback hat den Ball. Diesmal der Fake Endaround, der Quarterback behält den Ball, aber auch hier ist die Defense zur Stelle. Diesmal wollten sie den Endaround über den Receiver faken und der Quarterback behält den Ball und läuft selber. Aber auch hier ist die Defense zur Stelle. Man hat vielleicht maximal ein Yard gut gemacht. Und jetzt die Offense einer schwierigen Situation. Dritter Versuch. Ja, und es sind weiter 16, 17 Yards zu gehen für die Offense. Die Cowboys ist natürlich jetzt mit zwei Safeties auf dem Feld, erwarten den langen Pass. So, der Quarterback hat den Ball, wirft den langen Pass auch auf die linke Seite, aber. So genau, der Receiver ist wieder ein bisschen nach innen gedriftet, müsste hier mehr außen bleiben, aber der Ball fällt jetzt nicht zum Incomplete Pass und es ist der vierte Versuch und jetzt werden die Rangers selber wieder den Ball mit dem Punt an die Cowboys abgeben. Der Snap etwas hoch, aber er kommt an und der Punt kommt gerade noch weg, bevor er hier geblockt wird. Jetzt können die Cowboys auch nicht mehr, sie wollen, weil es kein Rand ist. Und sie laufen in die falsche Seite und der Spieler dreht um und kann dann getackelt werden. Ja, hier haben die Rangers Glück, dass die Cowboys-Spielerin zur falschen Seite erst gelaufen ist, weil nämlich da sehr viel Platz war. Und somit können sie zumindest noch das Schlimmste verhindern. Ja, Stefanie Patterlass hier ist zuerst auf die falsche Seite gelaufen.
Aber trotzdem war es leider ein sehr kurzer Punt von den Rangers. Man hat gesehen, das Netz war eher so und die Defense war fast durch und hat fast die Hand noch Hand bekommen. Somit jetzt erster Versuch und 10 für die Offense der Cowboys, aber die sind schon in der Hälfte der Rangers, schon an der 34-Yard-Line. Diese stellen sich weiter in der Double Twins an der Center auf mit der Motion vom Slot Receiver. Der Handoff auf den Running Back, der Karte zurück in die Mitte, versucht durchzulaufen, aber hier sind zwei Defender zur Stelle. Die Nummer 94, Lisa Gamper, und die Nummer 91, Marie Schubert sind da. Der Lauf hat ungefähr 2 Yards gut gemacht. Und somit folgt jetzt nun der zweite Versuch. Und es sind nun noch 8 Yards zu gehen für die Offense. 2 und 8 für die Offense. So, Kovac hat den Ball, sucht den Receiver, wirft in die Mitte und der Ball kann Fuß angefangen werden. Zumindest kann er weggeschlagen werden. Schön gemacht hier von der Defense, die zur Stelle ist. So, 2. Versuch 8. So, der Quarterback behält den Ball, versucht selber über außen zu laufen. Er hat viel Geschwindigkeit, kann den nächsten aussteigen lassen. Es ist viel Platz da. Und der Cut wieder nach innen und macht viele Yards und macht sogar das First Down für die Offense. Die Rangers waren wieder zur Stelle, aber sie machen nicht den Tackle. Klasse Lauf hier von der Nummer 82, Zoe Zong. Das wäre die Möglichkeit gewesen, hier die Offense ja, wieder ein Tackle for Loss zu machen, aber so ist dann bewegt ihre Füße, lässt sich hier nicht zu Boden bringen und macht hier den neuen ersten Versuch und 10 für die Cowboys. Nun von der 22-Yard-Line. So, die Rangers zeigen Druck an, spielen ohne Safety. So, der Snap ist da, der Handoff, aber sofort ist ein D-Liner zur Stelle, wenn ich es richtig gesehen habe, die Nummer 68, Bianca Frank. Macht den Tackle direkt nach dem Handoff. War sogar ein Tackle for Loss, es war ungefähr ein 1-Yard-Raum-Verlust. Somit haben wir jetzt nur den 2. Versuch und 11 Yards zu gehen. Offense wieder mit der Motion vom Stop Receiver. So, der Quarterback hat einen Ball drop zurück, wirft auf die linke Seite. Da ist Platz, aber der Ball kann nicht gefangen werden. Ein Tick zu weit zu dem Receiver. Ich habe den Ball hier falsch angesetzt. Ich glaube, es war die Nummer 18, Lara Richter. Und somit ein Complete Pass. Und das folgt jetzt der 3. Versuch. Und es sind weiterhin 11 Yards zu gehen. Eine kritische Situation hier im Spiel, dass die Defense hier hält. Weil wenn die Offense hier punktet, wird es ein Two-Scoring-Game. So, die Rangers zeigen Druck an, spielen ohne Safety. So, der Handoff auf den Motion Receiver. Da ist aber die Defense wieder zur Stelle. Sehr gut gemacht hier von Daniela Grote und wieder Janka Frank. So, jetzt haben die Cowboys, glaube ich, einen Platz. Wir haben einen 4. Versuch und noch 14 Yards. Wir gehen ja eine sehr kritische Situation hier, weil noch ist es ein One-Possession-Game. Also mit eben einem Touchdown mit 6 Punkten und der Super-Conversion abkommt, kann man ihn hier ausgleichen. Das wäre jetzt eben sehr wichtig hier für die Defense, dass sie kein Score, nicht mal ein Feed-Goal zulässt, weil dann wird es eben ein Two-Possession-Game. Ja, für die Offense der Cowboys ist in einer schwierigen Situation. Fico ist recht weit. Allerdings. Ja. Ja, es ist ein bisschen weit von Fico, aber sie müssen auch ein bisschen nah zu den Brücken der Offense sind. Brauchen die Cowboys auf jeden Fall ein Big Play sofort der Offense. Und die Defense muss hier
halten. Sie kann etwas Platz aufgeben. So. Ranger springt ohne Safety. Sie wollen den Druck machen. Motion vom Slot Receiver. Und wir haben eine Flagge auf dem Feld. Das könnte vielleicht gegen die Offense gehen. Wir haben einen Forster gegen die Offense. Das heißt, der Offense-Spieler hat sich hier zu früh bewegt. Eine kritische Strafe, eine 5-Yard-Strafe gegen die Offense. Dann geht es nochmal 5 Yards zurück und wir haben zum vierten Versuch. Und jetzt fast 20 Yards zu gehen. Und jetzt versuchen die Cowboys. Ja, ein 5-Finger ist es zu weit. Sie wollen jetzt eben einen Punt durchführen und den Ball wirklich sehr nah an die Endzone bringen, beziehungsweise oder in Seiten ausschießen. Oder Panther lässt den Ball fallen, aber der Hit. Und dann prallt trotzdem hinter. Die Rangers sichern den Ball an der 13 Jahre. Hier kommt jetzt die Offense der Rangers ausfällt. Die Defense hat auf jeden Fall ihren Job gemacht. Sie hat hier gehalten. Sie hat hier keine Punkte zugelassen. Ja, es sind immer noch 8 Punkte. Wir sind immer noch im One-Scoring. Hier. Die Rangers können hier. Und die Rangers hier einen langen Drive. Sie kommen auf jeden Fall wieder mit der Double Transformation aufs Feld. So, das Snap ist da. Korbeck hatte mal Schall auf die linke Seite. Wirft wieder den Out auf Marei Klaute. Die muss sich zurückdrehen, aber kann den Ball hier nicht fangen. Der Ball fällt zu Boden. Man hat Probleme. Der Ball ist etwas in den Rücken geworfen. Mit dem Konflikt Pass, zweiter Versuch und 10 und es bleibt leider wieder ein Spieler liegen. Bald wieder ein Spieler liegen. Hier auf Seiten der Rangers. Schaut aus, es wäre leider wieder ein Offensivspieler hier liegen geblieben. So, die Spieler spielen. Es gibt jetzt dieses Kurs nach 64 Agnes Weber. Aber es sind auch Flöte. Leider, aber da muss man draußen. Gute Besserung an ihm. Scheint etwas am Bauen zu sein. Das heißt, hier, das könnte. Wir hoffen natürlich, dass wir auch vielleicht später wieder auf dem Feld sehen können. Das letzte Play, ein Incomplete Pass. Somit jetzt zweiter Versuch, um weiterhin 10 Yards zu gehen für die Offense. So, Korbeck hatte mal kurze Probleme. Pitch den Ball, der Ball ist am Boden. Und wer hat den Ball? Wer hat den Ball? Ich glaube, es haben die Cowboys den Ball. Und die Cowboys haben den Ball hier. Zurückgewonnen. Ja, leider hier tiefer Snap, der Korbeck hat Probleme, den Ball aufzunehmen, versucht ihn dann noch irgendwie zu Running Back zu pitchen, der kann den Ball nicht fangen. Und die Cowboys holen sich in den Ball. Hier ein kritischer Turnover, ein kritischer Ballverlust. Jetzt hat die Defense einen sehr harten Job. Hier, die Offense ist schon an der 6. Ja, weil die Defense muss jetzt hier bei der Rangers halten. Hier noch größere Chancen zu haben. Die
Cowboys stehen wieder mit der Double 20 an der Stand, der Mitte Motion wieder vom Slot Receiver. Der Handoff zum Running Back, die Nummer 11, schafft ungefähr ein Yard, bevor er dann zu Boden gebracht wird. Die Nummer 11, Scheiler Weidinger. Aber hier ist natürlich jetzt jedes Yard kostbar, hier direkt von der Endzone. So mit ein Yard etwa hier mit dem Run. Zweiter Versuch und Goal. Zweiter Versuch und Goal. Wir sind an der 5-Yard-Line. Rangers zeigen ihn wieder Druck an, spielen ohne Safety, wieder Motion vom Slot Receiver. Korbeck hat den Ball, will über links außen laufen, schafft den ersten zu belaufen, schafft den zweiten zu belaufen, aber die dritte Spielerin ist da. Wichtiger Tackle. Ich glaube, es war Franziska Wiedermann, die hier dann reingeschossen ist mit Speed. Die hier sogar den Tackle verlost macht und ungefähr ein Jahr Down Verlust war es. Und jetzt dritter Versuch und Goal. Sind mittlerweile an der, ja, ungefähr 7-Yard-Line. Die Defense zeigt natürlich wieder Druck an, spielt ohne Safety. So, Korbeck hat den Ball. Versucht zu werfen, wirft rechts den tiefen Ball. Und der Ball wird gefangen. Der Ball wird gefangen. Touchdown für die Cowboys. Touchdown für die Cowboys. Schöner Catch hier vom Receiver. Ja, man hatte dieses One-on-One-Matchup. Der Defender hat nicht zum Ball geschaut, da konnte er eigentlich nur seine Hände hoch machen, aber nichts anderes machen. Und der Receiver fängt diesen Ball. Und somit 6 Punkte auf das Konto der Cowboys sind zum Stand von 12:26. Und die Cowboys haben jetzt noch probiert, nochmal 2 weitere Punkte hier aufs Scoreboard zu bringen mit der Two-Point-Conversion. Dort hat den Ball, wirft ihn schnell, passt in die Mitte und der Receiver kann den Ball nicht fangen. Da sind die Rangers im Glück. Somit ist die Two-Point unverständlich. Und das bleibt dann 12:26 für die Cowboys. Und jetzt geht es als nächstes weiter mit dem Kickoff wieder. Und jetzt sind die Rangers, wird es immer schwieriger hier ins Spiel wieder zu kommen. Jetzt 14 Punkte, ein Two-Possession-Game. Ja, man hat hier leider in der Offense mit dem schlechten Pitchboard, mit dem Fumble, wo man dann den Ball an die Defense abgeben musste. Ich glaube, es ist eine goldene Chance gegeben, die wir halt dann auch jetzt genutzt haben. Aber jetzt das nächste erstmal weggekocht, das ist angegriffen worden, somit kann sich das Team in die Breite des Feldes sich nun aufstellen. Mal schauen, ob die Cowboys wieder einen kurzen Kick in diese Mitte machen, wo das Loch ist. So, der Kick ist diesmal etwas weiter und höher. So, der Ball ist am Boden. Wichtig ist, dass die Rangers den Ball recovern. Das haben sie gemacht. Und Franziska wieder mal versucht jetzt mit Geschwindigkeit, das so viel gut zu machen, wie es geht. Und macht nochmal ein paar gute Yards, bevor sie dann zu Boden gebracht wird. Und jetzt ist die Offense hier der Rangers unter Druck. Sie müssen sich, sie müssen einerseits scoren, andererseits müssen sie sich auch beeilen. Jedenfalls der erste Versuch um 10 von der eigenen 35-Yard-Line. So, na die. So, das Snap ist da, dann laufen wir den Running Back über die Nummer 41. Der Running Back macht ungefähr 2-3 Yards, bevor er hier getackelt wird, die Nummer 41, Jessica Altmann. Ja, die Cowboys spielen natürlich jetzt mit 2 Safeties, da eben die Rangers zweimal punkten müssen, wahrscheinlich eher tiefere Pässe probieren, langsam müssen. Deswegen werden die Cowboys jetzt meistens mit einem oder zwei spielen, damit auf jeden Fall mal ein tiefer Mann da ist. Das ist der zweite Versuch und 8. Der Quarterback hat den Ball, wirft auf die rechte Seite den Curl, aber der wird nicht gefangen. Der wird nicht gefangen, incomplete pass.
als Vollkopfmann. Der dritte Versuch. Ein bisschen weiter hin. 8 Yards zu gehen. Und ich glaube, jetzt der zweite Safety ist tief. So, Callback hat den Ball. Es ist Druck über rechts, der schnelle Screen. Aber der Ball wird, glaube ich, nicht gefangen. Das ist ein Incomplete Pass. Incomplete Pass. Man hat versucht, wieder, glaube ich, den Trickspielzug zu machen auf den Screen und dann den Pitch zum Offensive Lineman, aber der Receiver hatte nie den Ball unter Kontrolle, deswegen wird er als Incomplete gegeben. Und leider bleibt der Receiver dann am Boden. Und die Spielerin steht schönerweise wieder noch in einer Kraft hier vom Feldteam. Ja, wenn ich es richtig sehe, ist es die Nummer 85, Jana Werner. Ja, es folgt der vierte Versuch, nun es in weiteren 8 Yards zu gehen. Und die Raiders nehmen eine Auszeit. 30 Sekunden Zeit für eine Snackpause. Dieses Timeout wird Ihnen präsentiert von Eat the Ball. Mal schauen, was sie hier auch ganz bespricht, was sie hier machen wird. Das ist lange gepfiffen, die Teams stehen ready. So, Carlos wird mit 2 Safeties tief, der Ball kommt an. Der weite Pass auf links und der Catch wird gemacht. Dann passt er wieder an nach dem Catch. Und jetzt weiter die Hoffnung am Leben. War der erste Versuch für die Rangers. Ja, der Cornerback hier hat gewissen auf den kurzen Pass, ist zu kurzen Route gegangen, dadurch war es dann das 1-on-1 in den Safety. Und der machte den Catch. Der war ja erster Besuch und 10 für die Rangers Offense. So, Motion von Marei hatte den Handoff auf Marei. Sie hat versucht, über außen das Speed zu nutzen, kann im ersten Spiel überlaufen. Er läuft den zweiten Ball weiterhin stehen, wird nicht zu Boden gebracht. Er macht wieder 4 Yards gut. Macht ungefähr 14 Yards gut, weil er erst hat versucht hier für die Offense. Und die muss sich eben jetzt weiterhin immer wieder beeilen, weil es eben nicht mehr ganz so viel Zeit ist. Und wir müssen ja noch zweimal Punkte. Sie müssen noch 2 Touchdowns machen. Aber schönes Play. Erster Versuch um 10. Nun 5:35 ungefähr. So, Catch. Und diesmal der Sneak wieder durch die Mitte. Und Nicole Bernsheimer macht einige Yards, bevor sie hier gestoppt werden kann, wieder schön angeschoben hier von der Offensive Line in der Mitte. Mal ungefähr 6-7 Yards, würde ich sagen. Aber man darf nicht vergessen, mit jedem Laufspielzug läuft die Uhr natürlich weiter. Und wir haben jetzt im zweiten Versuch ungefähr noch 4 Yards zu gehen. Ich glaube, es zeigt den Blitz auf jeden Fall an. Hier gibt es Probleme beim Play. Und deswegen müssen die Rangers hier eine Auszeit nehmen.
30 Sekunden Zeit für eine Snackpause. Dieses Timeout wird Ihnen präsentiert von Eat the Ball. Team stellen sich wieder auf. Zweiter Versuch. 4 Yards sind zu gut für die Offense. So, die Cowboys zeigen wieder Blitz an von den zwei Linebackern. Handoff über Running Back und der Blitz war sehr schnell da, kam sofort durch. Und somit hier der Zettel vor los. Man hat ungefähr 1 Yard verloren. Heute ist der dritte Versuch und es sind noch 5 Yards. 1, 2, 6, 7. So, die Cowboys zeigen wieder den Blitz und bringen ihn auf. Der diesmal ein schneller Pass wieder auf der Reihe, aber diesmal durch die Hände. Der Ball kann nicht gefangen werden. Somit kommen wir nun zum vierten Versuch. Ja, 5,5 Yards ungefähr zu gehen. Die Offense braucht ein Big Play wieder, um mir den neuen ersten Versuch jetzt zu schaffen. Cowboys mit 2 Team Safeties hier. So, dann das Körper hatte mal einen tiefen Pass auf links und der Ball wird nicht gefangen. Und hier fliegen die Flaggen. Es wird wahrscheinlich ein Pass Interference gegen die Defense sein. Es wurde erst lange hier keine Flagge geworfen, aber dann haben sie sie doch gegeben. Diese Strafe wird auch automatisch einmal im ersten Versuch bringen. Genau, eine Passbehinderung in die Defense. Das ist nicht nur ein neuer erster Versuch, sondern gibt auch noch ein paar Yards drauf. Somit neuer erster Versuch und 10 nun für die Offense, die weiterhin jetzt auf dem Feld bleibt. So, die Cowboys zeigen jetzt Blitz an, sie spielen ohne Safety. So, Cowboys hat den Ball, muss den Ball schnell losbekommen. Versuchst du lange nicht stehen und der Ball kommt zum Receiver, aber da kann ich nicht fangen. Ja, der Cowboys hat hier so lange wie möglich versucht zu warten, dass die Receiver freikommen. Aber der Receiver fängt den Ball leider nicht, sondern jetzt der zweite Versuch, um weiterhin ins Seminar zu gehen. Korbeck hat den Ball, schaut auf die linke Seite, wirft auf die linke Seite, der Ball ist fast zu tief. Der Receiver wäre da gewesen, wäre auch frei gewesen, aber leider etwas zu tief. Somit jetzt nun der dritte Versuch. Es sind weiterhin 10 Yards zu gehen hier für die Offense. Wirft auf die rechte Seite hoch, aber auch hier ist keiner da. Jetzt kommt es wieder zum vierten Versuch. Und 10. Und erneut eine sehr kritische Situation hier für die Offense, die diesen vierten Versuch eigentlich schaffen muss. Cowboys nur mit einem Safety, aber sie zeigen viel Blitz an. So, Cowboys hat den Ball, wirft auf Franziska Wiedemann, macht den Catch!
Aber hat es gereicht für einen neuen ersten Versuch? Hat es gereicht? Ich glaube leider, es könnte sehr knapp sein, aber es hat, glaube ich, nicht gereicht. Und so ist es auch. Schöner Catch, aber es war halt ein Yard zu wenig. Die Rangers hätten 10 Yards gebraucht, es waren leider nur 9. Somit der Turnover on Downs. Und die Cowboys bekommen den Ball mit dem ersten Versuch und 10 von der eigenen ungefähr 6 Yard Line. Ja, die Rangers sind jetzt auf ihre Defense angewiesen. Sie müssen hier die Cowboys auf jeden Fall stoppen und wenn nicht sogar den Ball wiederholen. So, Quarterback Drop zurück, sucht den Fire Receiver, wirft und der ist unverständlich. Ja, wieder ein unverständlicher Wurf, stoppt die Zeit, was natürlich für die Rangers sehr gut ist. Und jetzt als nächstes dann der zweite Versuch. Weiterhin sind es 10 Yards zu gehen. Jetzt mit dem Lauf durch die Mitte, aber die Mitte ist dicht. Der Tackle wird sofort an den einer Scrimmage gemacht, wenn nicht sogar ein Yard im Backfield. Dann schauen wir, ob der Ball genau gestoppt wird. Ja, das war ungefähr ein Jahr drauf Verlust. Aber es bleibt erneut eine Spielerin am Boden. Die Spielerin kann mit einer Kraft den Ball erfechten. So, es kommt gerade die 2-Minute-Warning, das heißt, wir haben noch 2 Minuten Zeit, bis das Spiel vorbei ist. So, es ist wieder angegriffen. So, die Rangers zeigen natürlich jetzt viel Druck, sie müssen Druck machen. Diesmal der Lauf, der Running Back ist noch auf den Füßen, die Defense muss ihn jetzt zu Boden bekommen. Der Running Back macht 3 Spieljahrs gut. Aber die Zeit läuft natürlich weiter. Die Rangers momentan. Der dritte Versuch als nächstes. So, der Punt kommt. Er fliegt auf die rechte Seite und der Returner entscheidet sich nicht, den Ball aufzunehmen oder doch. Aber sie war mit dem Knie am Boden, somit ist das Play weg. Und die Offense kommt jetzt aufs Feld von den Rangers, alle sind natürlich unter Druck. Sie müssen jetzt noch 2 hier HP gucken, es wird aber ungefähr noch, ja, 1,30, 1,20 zu spielen sein. Das heißt, sie müssen 2 Touch noch machen, sie müssen das Ball auch schnell machen. Es wird jetzt nur noch sehr, sehr schwer werden hier für die Rangers. So, erstmal erster Versuch und 10 jetzt hier die Rangers. Cowboys mit einem Safety zeigen sehr viel Druck an mit den Linebackern. Quarterback hat den Ball, wirft weit auf den Receiver, aber etwas weiter, etwas zu weit hier der Ball. Der Receiver hat hier keine Möglichkeit, den Ball zu fangen. Somit kommt der Terrace. Und das folgt nun der zweite Versuch und es sind weiter 10 Jahre zu gehen.
das ist ja. Auch ein Big Play hier. So schnell wie möglich zu scoren. So, Snap ist da gerade wirft auf den Single und versucht zurück zu pitchen zum O-Liner. Und der hat, der Pitch ist aber sehr ungenau, weil der Tackle sofort vom Cornerback kam. Und durch den Pitch, der am Boden wartet, hat sich alles sehr lange gedauert und die Defense war dann zur Stelle. So, und jetzt zweiter Versuch, um noch 9 zu gehen und die Zeit läuft. Immer mehr davon. Ja. So, die zeigt wieder Blitz an. So, Kovac hat den Ball, ist unter Druck, muss sehr schnell werfen. Und wirft den Ball weg. Und hier kam sehr schnell ein Defense-Spieler durch. Damit folgt jetzt der dritte Versuch. So, Kovac hat einmal pitcht auf Marei Knaute, die versucht jetzt den Ball zu werfen, aber die ist unter Druck, sie kommt nicht mal zu werfen. Die Defense ist zur Stelle. Ja, die Werfers versuchen jetzt mit dem Trick Race die Defense. Und wir sehen es auch vom Backjudge, das war das Spiel. Das Spiel ist vorbei. Und die Cowboys gewinnen dieses Derby. Das vierte Quarter wurde Ihnen präsentiert von unserem Partner MitoCare. Im Kern gesund. Ja, wir haben ja ein, denke ich mal, sehr spannendes und tolles Spiel mit vielen Highlights gesehen. Ich glaube, es kam auf jeden Fall besser aus der Halbzeit raus. Sie haben hier sofort 2 Touchdowns zugelegt. Wir werden das Mal leider nicht mehr fähig darauf zu antworten. Und, ja, das hat letztendlich dieses Play hier, oder dieses Spiel hier entschieden. Auf jeden Fall kommt es als nächstes der Handshake an der Mittellinie, an der 50-Yard-Line. Und damit haben die Cowboys mit dem ersten Sieg der Saison angefangen und haben jetzt einen Sieg, einen unentschieden, 2 Niederlagen. Die Cowboys, die Raiders bleiben bei 0 Siegen und 3 Niederlagen. Und das Rückspiel ist aber schon nächste Woche am 13. wieder hier in Latte. Und da wird es nochmal ein sehr spannendes Spiel sein zwischen diesen beiden Teams. Ja, auf jeden Fall großen Applaus an die beiden Teams. Ich denke, das haben sie sich verdient. Es war wirklich ein sehr spannendes Spiel, was wir hier sehen durften von beiden Seiten. Wir hoffen natürlich, dass das Wichtigste ist, dass alle verletzten Spielerinnen hoffentlich nichts Schlimmes haben und sehr bald wieder spielen können. Ich mich schon bedanken, danke, dass Sie da waren, danke, dass Sie zugeschaut haben. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht auch nachher noch beim Spiel der Herren dabei bleiben, die um 3 Juni Nürnberg Rams dann ihr Heimspiel haben. Und ja, falls Sie doch einfach wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Sage Tschüss, bis bald. Und nach dem großen